Ja. Oberfehl hier. Okay, hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was? Okay. Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, Strolli. Ihr seht es schon, Strolli, 2 Jahre YouTube, S24. Ja, ich weiß, das ist halt nur meine Unterschrift da. So, also, ihr werdet jetzt die ganze Zeit dieses Bild hier sehen, aber auch nicht die ganze Zeit, denn in diesem Video, das hier wird wirklich das Mega-Video des Jahres. Und zwar werden in diesem Video hier, Moment, ich muss kurz schauen, 12 verschiedene Szenen gezeigt, die wahrscheinlich alle so 2 bis 5 Minuten oder, nee, 2 bis 20 Minuten dauern werden. Das heißt, ihr habt mit diesem Video hier viel Spaß. Ihr seht auch schon, es dauert ziemlich lange. Okay, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie lange es dauert, aber egal. Ich muss hier kurz was drücken. So. Ich habe mir hier einen Zettel gemacht. Den zeige ich euch mal ganz schnell, damit ihr seht, was da alles kommt. Hui, hui. So, fertig. Okay, Moment. Das ist sofort die Seite. So, also, wir werden uns heute mit diesen Dingen beschäftigen, die ich hier aufgeschrieben habe. Da kommt immer so eine kleine Szene, die ich an verschiedenen Tagen aufgenommen habe. Das heißt, am 1.8. bis zum 4.8. habe ich diese Szenen aufgenommen. Das sage ich in manchen Szenen auch nochmal. So, und wir starten direkt mit der ersten Szene. Und zwar hat das etwas mit dem Heft zu tun. So, und starten wir jetzt mit der ersten Szene. Also als erstes wenden wir uns hier an mein Let's Player Heft. So. Auf dem Stand vom 1.8. natürlich. 15 Uhr, 1.8. So. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, hier ist Minecraft Staffel 3. Willkommen in Let's Play 2015. Lava, Höhle und Hühner, Zucht, Weltreise und erste Creeper, Terrorhühner beim Hausbau. Heißt das nicht immer Hausbau, habe ich doch geschrieben auf YouTube, oder? Nee, Terrorhühner im Haus. Ne, beim Haus, genau. Ja, wo sind die Schafe? Slenderman und Hühner, ein Tempel, das Skelett und Weizen, der Keller, Bugs im Creative-Modus und Schafe, Blumen und Farben in der Nacht, Farben. Ja. Blumen und Farben in der Nacht, nein, das heißt eigentlich Farben. Hund Waldi verbrannt in der Lavahöhle das Lager in ein anderes Land. Das heißt aber irgendwie anders, oder? Wir können ja mal nachschauen. So, ja. Moment, das ist Minecraft, ne? Minecraft Staffel 3. So, wo ist Minecraft? Wo ist Minecraft? Noch weiter unten, na da. So, Part 14. In ein anderes Land, tatsächlich. Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Kommen wir zurück. Und zwar Zelda A Link Between Worlds. Wiedersehen mit Zelda, Ostpalast, der Böselüstler Link auf dem Todesberg, Haus des Windes, Herras Tor, Masterschwert und Maimais, Schloss Hyrule, Diebes Versteck, die große Donnerblume, Sumpfpalast in der Wüste, Wüstentempel, Waldspaziergang, Skelettwald, Abenteuer in Hyrule, Palast der Dunkelheit, auf dem eisigen Todesberg, Eisruine, Eisruine 2, das war doch nämlich wegen dem Urheberrecht, wenn ich nämlich wieder dann eine Abmahnung bekomme, wegen dem Urheberrecht, und dann kann ich das war noch die Zeit, wo ich mit dem Videomanager, mit dem Video-Editor alles gemacht habe. Und ja, da lassen sich die Videos nicht zusammenfügen mit dem Urheberrecht. Weil ich das natürlich abfilme und dann denken die nämlich auf YouTube, dass ich das von anderen klauen würde. Aber ich spiele es ja selber. Ich klaue zwar die Musik, so kann man ja sagen, aber ich spiele das ja eigentlich. Die Musik ist bei dem Spiel dabei, die kann man halt nicht abstellen. So, Schildkröten in Not, Schildkrötenfelsen, alle Bosse, Schloss Lowell und der legendäre Kampf.
Magic Zui, Xbox Live Arcade. Ein Remake, der schöne Strand, der tiefe Fall, Clankers Kevin, schließt übrigens durch die Kamera. Der sumpfige Sumpf, das kleine Krokodil, eisige Ebene im tiefen Schnee, im heißen Sand, Contilla warte nur schon in Welt 7. Auf dem Dach, auf dem Weg, Mr. Wild, the Crocodile, das heißt aber nicht so. Du hast die Bucket Bay, der Maschinenraum, schon Frühling, der Sommer ist zu heiß, Herbst und Winter, das heißt so auch nicht. Und Conti's Furnace Wand. Der Abspann und hat es ein Ende. Minecraft Staffel 4. In einem anderen Land, das Dorf gehört uns, das Haus der verrückten Irren, das große Chaos, ein armes Haus, ein Graben ums Haus, die Zombiehöhle von Stein zu Holz, verbrannt in der Lava, nicht verbrannt in der Lavahöhle, das war ein Titel aus Staffel 3, darf man nicht verwechseln. Kein Plan, Tiere, Pflanzen und mehr, Schafe ins Gatter bitte, bauen oder abbauen, eine neue Farm, endlich ein Haus bauen, neues Holz, das Dach wird schwierig, noch ein Haus, Hero Boy auf dem Turm, eine kleine Pyramide, ernten wie ein Bauer, in den Bau der Pyramide, Tiere schlachten, ja, Birkenholz, die explosive Hexe, der finale Part. Mensch, gesüßt, Schraublocker. Ich habe keinen Führerschein, Nutty Aquis Act 1 und 2, Nutty Aquis Act 3, Showdown Town, ich wollte gerade schon Shadow vorlesen, Showdown Town, ich will da hoch, Nutty Aquis Act 4, Bottles Flugprüfung, Lockbox 720 Act 1, es folgt Act 2, es endet mit Act 3 und 4, das klingt ein bisschen komisch, Flugrennen gegen Hoomba Woomba, Showdown Town 2, Showdown Town 3, Bangeland Act 1, Bangeland Act 2 und 3, Benjeland Act 4 und 5, Gobi und Grunty, Jigoseum Act 4, Nutty Aquis Act 5, Showdown Town 5 oder so, ich weiß gar nicht, ob das eine 5 oder 6 ist. Moment, es ist, kann es eine 4 sein. So, Nutty Aquis Act 6, Lockbox Act 5, Stress in Act 6, Act 6. Was ist das? Mumbo voll im Einsatz, ein Fahrzeug bauen. Oh, das war das letzte. Der letzte Part, der rausgekommen ist. Endlich wieder Jiggies, Grontys neuen Ball, Noten und Gingos in Nutty Aquis. Terrarium des Towers Akt 1. Held Klungo rettet die Welt. Ja, sehr schön. So schreibt man Help. Held, liebe Kinder. Sehr schön. Jiggoseum Akt 1 und 5. Der Laser. Marguerite auf Fem 3D. Der Dekobaum, im Dekobaum Spinnenboss Goma an den Wachen vorbei. Das heißt aber nicht so. Oder doch? Egal. Ganondorfs Pläne, Marktplatz in Hyrule, Goronia, das Grab der Königsfamilie, Wiedersehen mit Salia, Dodongos Höhle, Killer-Eidechsen, der Schild ist weg, mein Freund, die Eidechse, für immer besiegt, was soll ich tun, König Dodongo, Soras Reich, das kam nicht mal. Jabu Jabus Bauchbarinade. Link räumt auf Teil 2. Zitadelle der Zeit, Schweine im Wald, Waldtempel, Geisterarmada, umzingelt von Geistern, Phantom Ganon, wo ist hier die Hexe? Feuertempel, es geht noch weiter. Ich habe mindestens 70 Parts davon. Oder so, ich weiß es nicht. Hier, die ganzen SD-Karten sind voll mit Ocarina of Time. Das muss ich alles mal löschen. Bench Dewey, Xbox FK. Familie Winky Bonion, neue Freunde, Mayos Tempel, durchgedrehter Tod um Gott, Tangizan. Auf dem Weg zur zweiten Welt, Klunkerkluftmine, Heizkessel, Herrscher, Brikette Blanco, irres Rennen gegen Kanarien, Kala, Hex, Hex Park, Attraktion im Park, möchte gern Dino herflicken, Stop and Swap Überraschung, im falschen Spiel, Jolly Rogers Lagune, ja, Unterwasser, Anglerfischfürst, Fuck Fuck und Klungo, Fürst von Fuck-Fuck heißt das doch eigentlich, oder? Ach, egal! Pterodactylus Land. Dann, der heißt nicht Pterodactylus Papa, sondern Pterodactylus Papa oder so. Pterodactylus Para, ja. Terry und Maiskolben. Dino-Suche. Grundi GmbH. Was ist Aufregung vom Feinsten? Kack die Wand an. Das heißt aber auf YouTube, scheiß die Wand an. So, auf dem Dach, Tiegler mit Seefehler. Aber schon wieder auf dem Dach, das hatten wir im alten Ding auch. Steinhagelgipfel, Vulkanseite, Eis.
Genau, so hat auch mein dieser Part hier angefangen. Steinhagelgipfel, Vulkanseite. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie, die Xbox Live Arcade. Ja, mit diesem Video haben mich die meisten Freunde von mir gesehen. Manche sind zwar keine Freunde, aber egal. So, Eisseite, Erik und Erich Eis. Ich glaube, der Erik wird mit... Ja, der Erik wird mit Doppel-S geschrieben und Erich nur mit einem S. Steinball, Kolossal, Wolken-Wonneland. Normalerweise. Mumbo-Imitator, Mingi-Jongo. Ja, da wusste ich nicht mehr, wie der hieß. Aber auch irgendwas mit Mumbo, denke ich mal. Banjo im Käse, die Biene ist zurück. Komplettieren Welt 1 bis 3. Komplettieren Welt 4 bis 8. Das heißt aber nicht so. Da habe ich irgendwas geschrieben mit Insekten, das weiß ich noch. Über Halloweens? Nee, über Insekten und Halloween Specials und mehr, denke ich. So, Tragödienturmquiz, Kampf ums Leben. Pikmin 2, das hatte ich auch aufgenommen, doch allerdings nur 3 Parts, wie ihr seht. Hochverschuldet, die lilanen Pikmin, Höhle der Bestien. Alles in HD. Firma Schreck habe ich auch aufgenommen. Mario Sunshine. Ein nasses Abenteuer. Ja. Monte Bianco. Das erinnert mich immer irgendwie an den Namen Bianca. Obwohl ich noch nie eine Bianca getroffen habe. Ach, egal. So, das Dorf der roten Münzen. Das Mysterium des Schleimsees. Porto di Oro. Playa del Sol. Hatten wir da wirklich die ganze Welt in einem Part gemacht? Ah, nee, das... Ja, das hatten wir später. Okay, der legendäre Sandvogel. Paco Fortuna, Yoshi, Mario Morgana und seine Düsen. Das Yoshi-Karussell, Lido Sirena, blaue Münzen in Piazza Delfino. Und ich glaube, das war der letzte Part, ja. Bayer Paradiso. Oder bei mir genannt, Bia Paradiso. Mario als Zahnarzt, Mario Morgana ist los. Plaza della Palma Fail, Unterwassermünzen. 100 Münzen in Monte Bianco, rette den Bürgermeister. Kettenhund-Katastrophe, Yoshi fällt vom Pilz, rote Münzen beim Pappusfest, die Heimat der Palmas, zurück in Porto di Oro, zurück in Playa del Sol, Verwirrung in Lido Sirena, verzweifelt im Casino, rote Münzen im Hotel Delfino, rote Münzen in Porto di Oro, Mario Morgana spielt Verstecken und Colina Corona. Minecraft! Wohnen in der Grube, alles voller Erde, unsere 4 Wände, Sonnenblumen zeigen uns den Weg. Die 2. Etage, Arbeiten am Haus, die 1. Karte, die 3. Etage, das Dach. Ich glaube, das war das letzte. Nee, hier schon. Die 3. Etage war das letzte. So, das Dach, über Ice Age 5 und der letzte Part, jetzt schon das Ende. So, die 3 Parts kommen aber noch. So, Bestrollibors. Welt 1 und 2, Welt 3 bis 5, Welt 6, 7 und Mario World, Welt 8 und 9, Welt 10, Lavaland, Sonic und SMB 3, Welt 13 und der Koopa-König. Super Mario Maker. 100 Mario raus von 1, das heißt aber andere, das heißt, Moment, wie heißt das Ding nochmal? Hier. Baue dein eigenes Level. Sehr schön. Also baue dein eigenes Level. Level der rote Koopa. Das war mein Level. Achso, denn das habt ihr ja hier. Das habe ich ja vor 19 Stunden hochgeladen. War ja raus von 2. Ups. Ich glaube, ich habe das falsche hochgeladen. Nee, hier, guck mal, das ist Part 2. Ich habe auch Part 2, aber Teil 2, hier. Mario Herausforderung 2, nee, das heißt der rote Koopa, tut mir leid. So, Mario Herausforderung 2 und meine Level. So, und, oh, das wird ein bisschen knapp. So, jetzt noch Donkey Kong 64. King K. Rool ist zurück. King K. Rool, Mensch. Tropentrubel. Diddy's Bananensuche. Armidillo ist ja heute Morgen rausgekommen. Also bei euch ja vor 9 Tagen. Aztekenarena mit Lanky im Lama-Tempel. In Tinys Gefängnis im Gegnerfelsen Dolgadon.
Fabrikquartal, nerviges Biber Butzemann. Donkey Kong 1981, nervige Fee. Nervige Feen, eigentlich. Auf und ab mit den Kongs. Mad Jack. Jetzt aber. Zurück in den im Tropentrubel. Lankys und Chunkys letzte Bananen. Chunky in der Aztekenarena. So, mehr gibt's nicht. Wir können ja hier hinten, denn hier hinten habe ich den Inhalt. Oh, da fehlt ja einiges. Ja, das hier habt ihr aber schon gesehen. Leute, das war dann dieses Heft. Ja, dann machen wir gerade mal weiter. Hallo? Der Knopf funktioniert irgendwie nicht mehr. Hallo? Ich möchte wieder mein Bett sehen. Ah, jetzt aber. Okay, also, in diesem Heft schreibe ich immer alles auf, wie ihr gerade gesehen habt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Ja, ich habe das hier immer noch. Es ist noch nichts Neues eingetragen worden. Steht immer noch alles hier bei Donkey Kong. Ich habe halt jetzt nur ein paar mehr hochgeladen. So, sonst hat sich aber auch nichts aktualisiert, ne. Ja, okay, Leute, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten. Und zwar, wo ist mein Zettel hinter oben? Habe ich nämlich mal, ich habe vor ein paar Monaten, habe ich das mal bei Concrafter entdeckt, und zwar Akinator. Und da habe ich mir gedacht, das musst du mal ausprobieren. Da habe ich das einfach mal gemacht. So, und ich suche in diesem Video YouTuber, dann noch zwei andere Sachen, die ihr in den Kommentaren mitraten könnt. Aber ich werde sie wahrscheinlich am Ende auch noch sagen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob ich sie noch sagen werde, also am Ende dieses Videos hier. Nicht der Szene, nein. Am Ende dieses Videos, ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, vielleicht kann, es kann sein, dass ich das vergesse, aber ja, ihr könnt in die Kommentare mitraten. So, also, starten wir nun mit Akinator. So, da sind wir auch schon. Also, heute suchen wir mal uns selbst, also mich. Ja. Was muss man denn da das Alter eingeben? Ja, egal. Ich dachte, da muss man immer das Alter eingeben, wen man sucht. Aber ist ja eigentlich das Gleiche. So, ich mache das hier mal ein bisschen scharfer. So. Ist deine Figur männlich? Ja, ich muss jetzt... Es kann sein, dass ihr manchmal nicht so gut seht, weil ich nämlich jetzt irgendwie anders schauen. Alter, ich gucke einfach durch die Kamera. Wurde deine Figur der Schütte berühmt? Ja, ne. Ist deine Figur das Player? Ja. Kann deine Figur sprechen? Wenn sie Let's Play ist, schon. Heißt es? Nein. Ich will nein. Ist ja schon vorbei. Hat deine Figur etwas mit Bier zu tun? Nein. Mitglied einer Band? Nein. Ein Hausschwein namens Edgar? Nein. Aber irgendeinen kenne ich, der sowas hat. Ich weiß nicht mehr. Spielt deine Figur bei Black? Nein. Hat deine Figur? Nein. Hat deine Figur eine Maske? Nee. Es kann sein, dass ich eine Maske habe, aber ich habe die wohl, glaube ich, noch nie gezeigt. Ich hatte mal so eine Hexenmaske, ich weiß aber nicht, wo die ist. Nein. Sagt deine Figur bei YouTube am Anfang, hey, oh mein Gott, Freunde. Nein, aber ich weiß, wer das ist. Dreht deine Figur einen Zylinder? Nein! Ich bin nicht Zombie. Was zeigt sich deine Figur? Ach so. Nein. Hat eine Figur mit Tim zu tun? Nee. Ist eine Figur aus Minecraft Freed? Nein. Was fängt der. Moment. So, ich muss das jetzt so lesen, tut mir leid. Fängt der Name deiner Figur mit S an? Ja. Aber ich glaube, ich bin eh nicht so da dran. Und? Ich denke an. Nein! Ich bin nicht Spark of Phoenix. Nein! Fortfahren? Ja. So, wenige Haare am Kopf. Nee! Also, ich hab. Ich sehe, ihr müsst mal wissen. Ne? Nein. Ganz Geld, nein. Wie gut. Bisschen. Eigentlich,
Illegal Blond, nein. Pokémon Go, nein. Lebt deine Figur in Europa, ja. Minecraft, nein. Ist deine Figur Minecraft Let's Player? Nein, eigentlich bin ich ein Nintendo Let's Player. Wahrscheinlich. Mache hier schon viele Minecraft Let's Plays. Nein, ich bin kein Schweizer. Obwohl ich so einen Akzent habe. So, kannst du das Gesicht deiner Figur? Ja. Ist deine Figur blond? Nein. Nein. Wohnen wir im gleichen Haus? Wohnst du und deine Figur im gleichen Haus? Ja. Ist deine Figur besonders als Kind bekannt? Ja. Träumst du von deiner Person? Nee, ich träume nicht von mir selber. Spielt deine Figur gerne Karten? Na. Ist deine Figur über 14? Nein. Ist deine Figur YouTuber? Ja. Ist deine Figur zwischen 10 und 12? Ja. Ein Bruder, eine Schwester? Ja. Wohnt eine Figur in einem YouTuber unter, mit einem YouTuber unter dem Dach? Nee, ich wohne nicht noch mit einem YouTuber. Wenn es nicht einen Tiger-Account gibt oder einen anderen Strulli-Kanal oder einen Schnuffel-Kanal. Ich meine Blackie-Kanal. Nein. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Ja. Weiß man, wie deine Figur aussieht? Internet ja eigentlich nicht. Nein. Beschäftigt sich immer mit der Antike. Nee. Lebt deine Figur bei dir zu Hause? Ja. Mann, ey. Ich denke an... Nochmal gefunden. Ich weiß, an wen du denkst, aber ich denke, dass es nicht jugendfrei ist. Warum? Okay, jetzt reicht es mir aber. Ist deine Figur männlich? Hey, okay, jetzt starten wir wieder hier. Wir müssen uns selber finden. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist deine Figur... Ja. Ja. Figur eine saftige Melone? Nee. Deine Figur oft schwarze Kleidung? Trage ich oft schwarze Kleidung? Naja, eigentlich nicht so. Ist deine Figur männlich? Ja. Schon zum fünften Mal. Gehört deine Figur zu Concraft das Familie? Nee. Mit Familie ist wahrscheinlich Ukulele und Vito und Baloo und was auch immer gemeint. Ist deine Figur ein Elefant? Ja. Ist deine Figur brasilianischen Ursprungs? Ich habe zwar hier ein Brasilien-T-Shirt an, aber nein. Wo habe ich das eigentlich her? Ja, nein. Nein. Nein? Ja. Nein! Einen Hammer. Ja, wer besitzt keinen Hammer? Nein. Bist du mit deiner Person zusammen? Irgendwie bin ich ja schon mit mir zusammen. Ich bin ja ich. Nein. Hat deine Figur etwas mit Musik zu tun? Ich habe zwar ein eigenes Lied geschrieben, aber nein. Wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Ja. Also, privat gesehen? Ja. Ja. Schon mal bei dir? Ja. Ist deine Figur exotisch? Wie meinen die das? Ich bin kein exotisches Tier. Ist deine Figur? Ja. Nein. Ich denke an... Das gibt's doch nicht. Ich denke, dass es nicht jugendfrei ist. Na gut, dann... Moment, ich möchte jetzt was anderes. So, wir gehen mal wieder auf die Startseite, dann stellen wir halt jetzt auf 18. Vielleicht kommt dann raus, was... Ah, Concrafter wurde heute als meistes gesucht. Und Joshua Kimmich. Ah, ja. Den kenne ich natürlich auch. So, wir machen das nochmal. Diesmal... Wir machen einfach 22 oder so. So. Nein. Oh, die Frage hatten wir noch nicht. Ja. Ja. Nein. Ja. Braunhaarig. Ich habe eigentlich... Ja, so dunkelblond ist das halt. Ja. Nein. Na, ja. Nein. Nein. Das muss ich ja jetzt eigentlich machen, aber... Nee. Im selben Haus wie du, ja.
Ja. Schlagersänger? Nee. Ist er ein Vegan? Nein. Ja. Ja. Nein! Ich hab doch kein Pferd! Ich hab zwar eine Katze, die sich wie ein Pferd aufführt, aber das zählt, glaube ich, nicht. Nein, ich bin auch nicht aus Österreich! Ja. Nein. Gleich. Ja. Nein, ich war auch nicht bei der Minitour. Nee. Von einer Figur aus Brasilien. Nein! Wo bin ich jetzt? Ich denke an deinen Schatten. Okay, mal. Ja. Okay. Sehr schön. Okay, machen wir mal, damit es endlich mal ein Ende hat. So. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Ihr könnt ja raten, wen ich suche. Und ob es auch der richtige ist, wen ich suche. Ich sag dazu dann nichts mehr. Okay, ich suche jetzt. Wen suche ich denn? Das wäre, glaube ich, alles zu einfach. Okay, ich weiß, wen ich suche. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt hier gibt. Nein. Nein, es ist nicht weiblich. Alter, das weiß ich doch nicht. Nein. Nein. Moment, nein. Ja. 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 Nein, es ist nicht Banjo. Nein, wir gehören was mit Eis oder Kälte zu tun. Nee, eigentlich nicht. Gefällt deine Figur besonders Kindern? Ja? Ja, männliche Kleidung. Männliche Kleidung, das. Ja? Weiß ich nicht. Nein! Was? Bundeskader! Ist deine Figur in einem. Achso. Nee. Blaue Haare. Nein. Bin eine Figur von einem Kind begleitet. Manchmal. Irgendwie weiß, ja. Aus osteuropäischem Land, weiß ich nicht. Ein Schnabel, ja. Ist eine Maske maskiert. Nee, maskiert ist das Ding eigentlich nicht. Und Donald Duck! Okay, ob das richtig war, das entscheidet dann ihr. Schreibt in die Kommentare. So, okay. Suchen wir noch was? Okay, ja, jetzt suchen wir einen YouTuber. Moment. Weiß ich nicht. So, ich drücke jetzt einfach mal auf Ja. So, wir machen jetzt noch eins. So, ich suche jetzt einen YouTuber. Besser gesagt, eine YouTuberin. So, Frage 1. Moment mal, wen suche ich denn überhaupt? Okay. Ja. Nein, sie existiert immer noch. Weiß ich nicht. Moment, wie alt? Wie alt ist das Viech? 26? Älter als 26? Nee. Ja. Nein. Nein, denk nicht. Ein Freund namens Juli. Nein, es ist nicht Bibi. Ist eine Figur in einer Beziehung? Nein. Oft einen Hut? Nein. Tanzfilm? Nee. Aber sie spielt in einem Film. Älter als 15, ja. Lebt eine Figur im Wasser. Ja, eine Frau lebt im Wasser, genau. Eine kleine Schwester. Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mit Katakrasa wird es zu tun. Nein! Nein, nein, nein. Eine Figur, das ist. Weiß ich nicht.
Und eine Figur in Österreich? Nein. Ein Beauty-YouTuber? Nein. Nein. Ne, wohnt eine Figur in Köln? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht. Eine Figur, blondes Haar. Sie färbt sie dauernd. Ich mache jetzt mal ja. Das ist dumm bekannt. Nee. Ein Blogger, ja. Hat eine Figur ein Sixpack? Nein. Eine Maschine? Ja, eine YouTube-Maschine. Beauty, nein. Wir können ein Punkt. Nein. Okay, das ist Vlog. Ob das richtig ist, entscheidet ihr mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns dann gerade jetzt schon wieder. Waren Donald Duck und Kelly Mrs. Vlog richtig? Schreibt's in die Kommentare. So, als nächstes kommen wir zu einem Thema, da beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Computer, denn es kann nämlich sein, dass manche von euch meinen Kanal nicht finden. Und dazu habe ich jetzt einfach mal was vorbereitet. Seht selbst. Und gut. So. Also, dann zeige ich euch mal, wie ihr euch hier in YouTube zurechtfinden könnt und alles. So, wenn wir als erstes hier Google Chrome öffnet, kommt das hier, eure Startseite. So, oder auch bekannt als neuen Tab. So, also, wir können hier eingeben, was wir wollen, oder auch hier oben. So, hier ist die Lesezeichenliste mit meinen Lesezeichen, die ich eigentlich gar nicht benötige, bis auf das da. So, mein Story24-Kanal, Lecopa, Looks Like, achso, Moment. So, Looks Like Link, Video Editor brauche ich eigentlich nicht mehr, Shuffle. Dann haben wir hier, das bleibt Markus, Domtendo, Story Vlog und hier auch noch andere. So, dann haben wir hier die Apps. Gucken wir mal da vorbei. Ah, sehr schön. Brauchen wir eigentlich gar nichts. Wir gehen einfach wieder zurück und da klicken wir einfach hier auf dieses Haus. Das ist nämlich die Startseite. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier, das sind übrigens Seiten, die ihr häufig aufgerufen habt. Happaplapp, Feuchtorge, Babys Beauty Palace, vom Family Fun, Apecrime TV. So, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr halt zu diesen Seiten da. So, hier ist euer Google Plus Konto nochmal. Das Profilbild, die Benachrichtigung. Die Google Apps, Bilder und Gmail, da kommt ihr dann hin. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Seite hier als Lesezeichen hier oben haben wollt, müsst ihr auf diesen Stern hier klicken. So, und dann wird hier der Name hinzugefügt und in welchem Ordner das sein soll. Also entweder hier oder bei den Apps oder hier zum Beispiel auch. Und dann könnt ihr einfach auf Fertig drücken. So, und schon habt ihr das dann hier drin. Wir brauchen das allerdings nicht, deshalb löschen wir es gerade wieder. So, aber wir wollen uns ja auf YouTube verständigen. Deshalb suchen wir jetzt einfach mal meinen Kanal. Wir gehen einfach mal Strulli ein. Und suchen das mal. So, dann kommen hier diese ganzen Kinderwagen. So, es ist immer schwierig, mich zu finden. Aber hier, irgendwie finden mich meine Freunde nicht. Hier ist doch mein Kanal. Und hier ist sogar Google Freud. Okay, ja, Google Feud, Void, oder so. Strulli Wider kaufen, Strulli Schmuck, Strulli Wider. Bibi Swiss, Strulli Wider, Strulli Kinderwagen, Hänger. Ach, keine Ahnung. So, also ihr könnt hier entweder auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr da jetzt drauf klickt, so, dann kommt ihr in meinen YouTube-Kanal, den öffne ich mal gerade hier oben in einem neuen Tab. So, den schauen wir zum gleich an. So, wir gucken jetzt aber hier mal bei Shopping. Da können wir, glaube ich, von uns nichts kaufen. Wir schauen mal, was da ist. Ja, wir können uns nur Strullis kaufen. Aber das möchte ich nicht. So, gehen wir mal bei Bilder. Zu Bilder. So, hier finden wir allerdings keine Fotos von mir. Warum auch immer. Vielleicht finden wir ein einziges Foto. Da ist eins. Vor 4 Tagen. Seht mal, ein Thumbnail von mir. Und sonst nichts. Ganz toll. Ah, doch, hier auch. Banjo-Kazooie. Part 12 von dem da. Hier haben wir eine. Okay, wir haben schon einige.
Warum habe ich mich eigentlich gerade Strolli benannt? Ich könnte mich mal nach meinem anderen Hasen benennen. Schnuffel. Okay, das hört sich dann wohl irgendwie nach. Da kommen wahrscheinlich nur Lieder von diesem komischen Hase, der Schnuffel heißt. News! BMX. Ganz toll. Und Tauben. Okay, hier ist auch nichts. Gehen wir zu Videos, da kommen wahrscheinlich mehrere. Ja, hier ist sogar Strolli Post und alles. Strolli. Das möchte ich mir mal anschauen. Es gibt bei einem Videokanton. Ganz toll. Bravo. Okay, das war's, glaube ich. So, dann gehen wir jetzt mal auf meine YouTube-Seite. So, dann sieht es ungefähr so aus. Nicht ungefähr, es sieht genau so aus. So, dann sind wir jetzt auch schon auf YouTube. So, und zwar, wenn ihr irgendeine Seite habt, könnt ihr hier auf YouTube gehen. Moment. So. Hier könnt ihr dann auf YouTube suchen, noch allerdings gehe ich immer auf Google, da findet man dann besser. So. Dann können wir hier Videos hochladen, das zeige ich euch auch gleich mal. So, hier sind dann die Benachrichtigungen. Was kriege ich denn hier für Kommentare? Mal schauen. Oh, von Alessia, Happaplapp und Bing Boom. Jamie oder wie auch immer man das ausspricht. Yami. Und Mnemnom Sünde, keine Ahnung. Von Laura Mirsat Nuka. Herr Marcel, du solltest. Ich glaube, jeder freut sich, dass es keine sechste Etage ist. Also, das habe ich geschrieben. Das ist die Spinne aus Aquarina, habe ich auch geschrieben. Achso, ja, das war okay. So, und hier haben wir dann das Profil, da können wir wechseln. Meine anderen Kanäle. Supertalent? Oh Gott. So. Also, ja, dann können wir. Hier ist dann die coole Leute-Leiste. Hier ähnliche Kanäle. Hier kommt irgendwie nur welche, die ich kenne. Die beiden kenne ich nämlich. So. Aber von meiner Seite möchte ich euch jetzt nicht zeigen. So. Das Wichtigste ist jetzt mal das da. So. Dann kommt ihr hier auf diese Seite. Das ist die offizielle YouTube-Seite. So, wir schauen mal hier. Hier kommt als erstes empfohlen. Es gibt hier übrigens drei Sachen. Und zwar Start, Trends und Abos. So, hier kommt erstmal Start. Empfohlen. Ja, hier kommen dann halt empfohlene Sachen für mich. Teilweise habe ich auch schon manche gesehen davon. Vor allem das hier, da kann ich mich gut daran erinnern. So. Und hier erneut ansehen. Und zwar 10 Arten, wie man garantiert Single bleibt. Von Babys Beauty Palace. Dann nicht lachen Challenge von Dagi B. Pandomime Challenge von Babys Beauty Palace. Ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Babys Beauty Palace und Julienko geguckt. Das ist auch mein Samstagsmorgen-Programm. Ja, Samstagsmorgens mache ich immer den Computer schon ganz früh an. Nintendo Epic Moments von Toads Off und Pulkino Pio. Das kleine Küken piept. Von. Ach, keine Ahnung. So, Melina Sophie. Empfohlene Videos von ihr. André liest meine Hater-Kommentare. Von Melina. Achso, ja. Ich wandere aus. Und. Ah, Fahrschule, ja. Weiter ansehen. Das heißt, Sachen, die ich mir angeschaut habe, aber dann nicht beendet habe. So, Super. New Super Mario Bros. Mit Luxa Kink. Zombiefeld und Zombie. Zwei Bürgermeister auf Abwägen von der Copa. Super Mario 64 DS von Luxlack Link. Und Super Mario Galaxy von Luxlack Link. YouTube Best of Daisy Morton und die Liebe von. Achso, ja. Und Best of Hand of Bloods. Sehr schön. Hallo? Ah, gut. So, dann haben wir Dagi B. Die hab ich noch nicht mal. Doch. So, so peinliche Fotos von früher. Meine Haare werden immer bunt.
werden wieder bunt. Entschuldigung. Mein perfektes Hochzeitskleid. Die wir heiraten? Aber 3 Wochen. Okay. Sagen wir meinen Welpen Sula. Sula? Das ist bei Markus. Ich glaube, die Parts habe ich alle schon gesehen. Von ihm. Mein lieber Rapding, ja. Aktuelle Uploads. Vor 4 Stunden von Pack Attack. Attack. Ja, den kenne ich auch. Gronk, Gronk, Domtendo und Looks Like Link. Academy's Vlog. Okay. Die Videos habe ich auch schon teilweise gesehen. Bibi's Beauty Palace. Okay, ich glaube. Nice Haustier. Das Video kenne ich aber noch nicht. Wann hatte ich ein Haustier? Kann ich das schaffen? Mit Blumen. Da habe ich glaube ich noch nicht. Ah doch, das habe ich schon gesehen, denke ich mal. Aber schaue ich mir gleich nochmal an. Endcore MTV? Ah, ja. Joyce. Aha. Habe ich auch schon teilweise gesehen. Gummy. Okay. Juli ist Tierwelt. Nero ist krank. Spielekonsolen. Aha. Mario Edition, Mario Edition. Wii U. Random Kai, Mr. Feuerstachels. Nintendo. Random Kai. Okay, die Top 10. 10 Fakten über Family Guy, Wissenschaftler, verrückte Kundin, unhaltbare Krankheiten. Ja, sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu den Trends. Trendster 2. Okay, der scheint wohl verrückt zu sein oder so. Boah, da wird mir ja schlecht, wenn ich sie sehe. Der Fantranz-Test. Ja, habe ich schon gesehen, das hier. Schauen wir mal, was noch weitergeht. Das habe ich auch gestern gesehen. Das habe ich auch gesehen. Ich muss gerade. Ups, nein. Ne, das habe ich nicht gesehen. Was? Gott! Caillou! Ich bin schon groß und vier und trinke Dosen Bier. Ich auch gerne. Ja. Das Star Wars Reise bis heute ungelöst bin. Ah ja, okay. So, kommen wir jetzt zu den Abos. Und zwar sind das die Videos der Abos. Also, die Abonnenten, die ihr abonniert habt. So wie zum Beispiel... Vita. Okay, von dem schau, den habe ich irgendwie abonniert. Ich weiß auch nicht warum. So, Pandora, Kronk, Tresh's Money, Namitas RPG, Nintendo, Domtendo, Le Copa. Das ist aber neu, oder? Wie ihr seht, Banjo-Tui bin ich ein Fan von. Ich habe es mir angeschaut. Genauso wie von Yoka Lady. Was? Hat er. Okay, Hubbablop hat heute gar keinen. Nice Video hochladen. So, gestern. Aber das war nur heute. Okay, ziemlich wenig. Was fehlen? Eins fehlt noch. Sehr schön. So, das sind die Videos von gestern. Wo gestern alle gekommen sind. Moment. Oh, ne. Okay, und diese Woche. Und älter gibt es da noch. So, dann haben wir es hier auch schon. Schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir hier schon wieder so was Neues. Und zwar Start, da waren wir schon. Mein Kanal, da waren wir auch. Trends waren wir und Abos waren wir. So, dann haben wir den Verlauf. Da kommt ihr halt zu dem Verlauf. Und später ansehen, wenn ihr auf die Zahl geht, dann könnt ihr hier auf später ansehen klicken. Und dann habt ihr das hier. So, das wird dann gleich wohl hier angezeigt. Ich glaube, ich muss wieder schließen. Ne, es wird doch nicht angezeigt. Okay, so, dann habt ihr hier eure ganzen... Ups. Ja, eure ganzen Dings. Eure ganzen Playlists. Und hier dann die Abos. Diese Zahl bedeutet, glaube ich, dass sie ein Video mehr hochladen haben oder ein...
einen Abonnent mehr bekommen haben oder so. Ich weiß ja auch nicht. Thomas Krause. Ja, ich habe hier schon irgendwie verrückte Abos. Den kenne ich nicht. Wildcats. Ja, und mein Motto ist ja, jeder, der mich abonniert, abonniere ich auch. So, das heißt, Yama Habs. Ich sag zu dem immer Yama Habs. Aber egal. So. Was? Wer war das denn? Moment, wo war der? Schleichi-LP. Kenn ich gar nicht. So, und dann war's das, glaube ich, auch schon. Hier mit, mein Arm schläft schon bald ein. Achso, hier oben, ja, das kann ja wohl jeder. Hier, da kann er eine Seite zurückgehen. Hier kann er wieder eine Seite vorgehen. Das hier ist für die Seiten einzuladen. Und wenn es gerade beim Laden ist, kommt dieses Kreuz, dann könnt ihr es einfach beenden. So, dann haben wir hier noch Sachen, aber das gehört eigentlich ja nicht mehr zu YouTube dabei. Warum hier Spiele steht, weiß ich auch nicht. Aber egal. So, alles, ich wollte euch noch vom Hochladen erzählen. Ja, genau. Also, das Video ist schon lange, schon lange. So, dann kommt hier dieses Fenster. Ihr könnt hier jetzt auch einen Stream starten. Das geht hier auch. Moment. So, einen Stream hier starten. Oder die Videos oder Fotos von Google importieren. Dann ein Diashow könnt ihr auch erstellen und zum Video-Editor gehen. So, dann könnt ihr hier einstellen, wie es ist, wie die Videos alle sein sollen. So, und dann könnt ihr hier drauf gehen und schon kommt hier oben ein Fenster von euren Dateien. Oder ein großes Fenster, ja. So, und dann habt ihr hier, ups, das sind die Thumbnails. Moment kurz, ich muss kurz alles hier suchen. So, jetzt sind wir hier in dem Strulli-Ordner drin. So, wollen wir jetzt zum Beispiel, ach, keine Ahnung, so einen, so, jetzt machen wir einfach so ein kleines Testvideo. So, und zwar laden wir jetzt einfach irgendwas hier, so, den Part von Donkey Kong 64, den ersten Part, so. Laden wir jetzt mal hoch. Habe ich zwar schon hochgeladen, aber egal, was soll's. So, und jetzt müsst ihr kurz warten. Mein PC ist äußerst langsam. So, und nun wird dieses Fenster hier geöffnet und hier steht jetzt, wie lange es braucht, um fertig zu werden. Hier ist jetzt die Leiste. 1%, 2% hochgeladen. So, wenn ihr hier auf das Kreuz drückt, seht ihr schon Upload abbrechen. So, hier seht ihr jetzt den Titel des Videos. Da könnt ihr sehen, wann ich das aufgenommen habe. Am 26.07.2016 um 7.25 Uhr. So, das machen wir dann einfach weg. Dann beschriften das dann. Bei Donkey Kong. Ups. Tut mir leid, aber ich habe gerade nur... Ja, benennen wir es jetzt mal so. So, dann könnt ihr hier noch irgendwas... Ups, nein. Hey. So, dann könnt ihr hier irgendwas in die Beschreibung packen. Zum Beispiel, was in dem Part passiert oder so. Hier könnt ihr dann auch, wie man das findet, eingeben. Zum Beispiel, Diggibibibir. So, und dann könnt ihr hier auch nochmal einstellen, wie es sein soll. Nein, da. So, wir lassen es jetzt mal öffentlich. So, dann können wir es hier zu einer Playlist hinzufügen. Nehmen wir jetzt zu Donkey Kong 64. So, hier könnt ihr dann auch einkreuzen oder anhaken, abhaken, wo ihr das auch noch haben wollt, bei Google Plus oder bei Twitter. Ja, so, hier könnt ihr dann noch irgendwas reinschreiben, was ihr dann, ja, hier seht. So, ne, ich mach das wohl lieber weg, bevor der das wirklich noch hochladen. So, und dann können wir hier das Thumbnail reinsetzen, zum Beispiel. Jetzt muss ich hier wieder. So. Zum Beispiel, so, das hier, das sind übrigens meine Thumbnails, die ich dazu verfügen wollte. Die habe ich selbst gemacht mit Paint.net. So, doch irgendwie passen die nicht. So, wir probieren das jetzt mal wieder.
Vielleicht funktioniert es ja jetzt. So, hier können wir es dann halt abbrechen. 25%. Okay, das dauert. Ja. Funktioniert leider nicht. Ja, und dann können wir hier zum Videomanager und noch ein Video hinzufügen. So. Ja. Hier wird dann noch angezeigt, wo euer Video dann hinkommen wird. So, kommen wir zur Übersetzung. Originalsprache können wir hier einstellen. Standard für neue Uploads, das ist immer Deutsch. So. Dann. Achso, ja, das ist für Dings. Ja, hier dann die Sprache auswählen, wo man auf der es übersetzt sein soll. Oh. Ist gerade jemand gekommen. Was? Okay, kommen wir zur Monetarisierung. So, das ist halt die Bezahlung. Wenn ihr jetzt, ich weiß nicht mehr, entweder 10.000 oder 100.000 Abos habt, dann bekommt ihr ja bei jedem Klick, bei jedem Aufruf, den ihr bekommt, keine Ahnung, 1 Cent oder so. Ja, und hier steht dann nochmal, was ihr machen wollt. So, also entweder hier diese Werbung, die immer wieder kommt. Ich versuche mal, ich hol mal jetzt hier. Oh, okay, wir müssen uns beeilen, nicht, dass das Video noch hochgeladen wird. So, ja, hier, dann haben wir das da. Ja, dann haben wir gesponserte Infokarten und überspringbare Videoanzeigen. Das kommt bei mir fast gar nicht. So, da haben wir hier die erweiterten Einstellungen, Kommentare, welche Kommentare angezeigt werden sollen. So, sortieren nach. Benutzer können wir, ja, das ist ja immer, also das sind die Daumen. So, dann haben wir hier die Lizenz, welche Lizenz ihr dafür möchtet. So, und dann haben wir noch, ja, wo das Video erscheinen soll. Entweder überall oder bei monetarisierten Plattformen nur. So, dann hier Untertitel haben wir ja nicht, also braucht ihr das auch nicht. Einbetten zulassen. Ja, da könnt ihr ja hier überall drauf gehen, wie ich sehe. So, Altersbeschränkung könnt ihr auch aktivieren. So, da haben wir die Kategorie, was das ist für ein Video. Das ist in dem Fall Gaming. So, und hier könnt ihr dann noch den Spieletitel eingeben. Ich sehe gerade nichts, deshalb drehe ich einfach mal irgendwas ein. So, das ist übrigens von 2000. Nein, so, geh weg. So, von 2053, das Spiel. Das ist ganz neu, das ist die Sprache der Zukunft. Aufnahmeort, ja. Können wir jetzt zum Beispiel einfach irgendwas hier eingeben von Kusichu 9G. So, jetzt ist es leider weg. So, Videosprache, Deutsch, Zuschauer können Untertitel einrichten, nee. So, Aufnahmedatum können wir hier dann eingeben oder wir können auch einfach heute eingeben, dann steht das heutige Datum hier. Videostatistik, das ist einfach die Statistik, zum Beispiel jetzt, welche, ja, oder nee, ob bei diesem Video jemanden ja abonniert hat. Hab ich den Faden verloren. So, dann hier 3D-Videos. Dies ist ein 3D-Video. Nee, ist es halt nicht. Das hatte ich letztes Mal auch gemacht und war alles negativ. Das ganze Bild war negativ. So, Erklärung zum Bezahlprodukte. Okay, nee. So, dann wäre es das eigentlich auch schon. Bald ist das Video in 4 Minuten hochgeladen. Das heißt, wir brechen es jetzt wundervoll ab. Wir können es hier auch hochladen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir brechen es ab. So. Und in dem Fall gehen wir jetzt zum Videomanager und löschen das noch ganz. So. Also ich glaube, dieses Video geht eine Stunde oder so. So. Hier haben wir nämlich das Ding. Und das können wir jetzt nicht löschen. Also so. Hier. Und dann löschen. Und schon ist es weg. Hier seht ihr halt noch die ganzen Videos. So. Ich hoffe, ich konnte euch
behilflich sein. So, dann geht es jetzt schon weiter. Ich switche wieder um. Los! Es funktioniert nicht. Okay, dann muss ich halt das Video anmachen. Vielleicht verschwindet ihr dann automatisch schon. Ja, das mache ich ja später. Das seid ihr ja schon wieder. Okay, also ich hoffe, ihr habt jetzt alle meinen Kanal gefunden. Tut mir leid, ich habe gerade... egal. So, als nächstes kommen wir zu einem Thema, wo wir uns eigentlich mit dem... Das Strolli eigentlich... Also die Abonnenten von Strolli eigentlich gar nichts angeht. Das geht nämlich nur die Strollis, ja. Ja, das geht nämlich nur die Strollis von Strolli Vlog was an. Und zwar habe ich nämlich auf dem Kanal, mein zweiter Kanal, habe ich ja im letzten Video gezeigt auch. Nee, habe ich nicht gezeigt. Im letzten Video, ne. Ja, in der letzten Szene habe ich das nicht gezeigt. Das kommt noch. Der Strolli Vlog Kanal, wie ihr den findet. Ich glaube, das kommt sogar als nächstes. Ah, nee. Das ist jetzt. Das kommt erst als neuntes. Okay. Denn jetzt kommen die Bear-Attacks, meine eigenen Banjo-Kazooie-Karten, wie ihr sicherlich wisst. Und wie die alle aussehen, die habe ich selbst gemacht. 3 Staffeln gibt es. Wir starten mit der Szene. Und gut. So, starten wir hier. Also, hier sind sie. Und zwar zeige ich euch alle. Von Staffel 1, 2 und 3. So, Moment. So, da könnt ihr sie wieder alle betrachten. Ich mach's wieder doppelseitig. Um es weiter zu genießen, könnt ihr einfach auf Pause drücken. Dann habt ihr nochmal alles. So, hier beginnt jetzt Staffel 2. So, hier diese Bilder. Und hier beginnt Staffel 3, Serie 3. Ist übrigens 99, denke ich mal. So. Also weitere Karten gibt's noch nicht. So, hier auch nochmal die Vorderseite und hier die Rückseite. So, und dann war es das auch schon mit diesem Teil. So Leute, und als nächstes, da habe ich schon viel drüber gesprochen. Und zwar habe ich ja immer gesagt, das erzähle ich in der Szene. Und zwar zeige ich euch jetzt die alten Let's Plays, aber nicht die alten Let's Plays für YouTube, nein, sondern die alten Let's Plays für meinen Freund, die ich auf CD habe. Und zwar kommen jetzt meine CD-Mäppchen. Ich habe natürlich noch weitere CDs, die zeige ich euch in der nächsten Szene. So, aber jetzt erstmal die CD-Mäppchen, also diese, ja, man halt die CDs reinstecken kann. Ja, und dort sind die Let's Plays drin. Die alten Let's Plays für meinen Freund. Also schauen wir doch mal. Oder schaut ihr mal. Let's go! So. Hier sind sie. Ich habe natürlich auch noch viel mehr. Die sind allerdings jetzt woanders. So.
Ich würde sagen, starten wir mal mit 1. Man kann es jetzt nicht so gut erkennen, aber da steht eine 1. 2 Einsen sogar. Oder 3? Nee, oder 2. So. Also, das hier sind, ich glaube, alles. Ja, das ist alles für CDs. Also, für diejenigen, die noch nicht lange dabei sind. Ich hatte nämlich 2012 bis 2014, also bis 9.8., hatte ich Sachen für CDs aufgenommen. Die waren eigentlich für einen Freund. Ja. Aber der ist dann weggezogen, weil er auf eine andere Schule gegangen ist. Und dann, ja, das hatte mir dann so Spaß gemacht, die Videos für den zu drehen. Der hat sich die zwar eh nicht angeschaut. Und deshalb dachte ich mir einfach mal, komm, machen wir mal weiter. Einfach nur ohne, ich glaube, der ist 2013 weggezogen oder so. Und dann habe ich einfach mal ein Jahr lang weitergemacht. So, und das hier sind wohl die CDs. Ich mache heute auch noch welche. Heutzutage. Zwar mache ich heute Vlogs. Dann, ich hatte mal Morgen-Specials. Da habe ich dann immer aufgenommen, wie ich morgens reagiere. Nach dem Aufstehen und allem. Ja, dann hatte ich ein Mittags-Special. Und ein Abend-Special. Dann noch ein Essens-Special. Ja, ich habe sämtlichen Quatsch aufgenommen. Dann hatte ich noch Marcel isst ein Brot. Also nicht ich bin ein Brot, sondern ja, ich esse ein Brot. Ja, ein Probier-Special gab es noch. Ach, keine Ahnung. So, wir wenden uns jetzt den Let's Plays zu, die ich dort damals auch mal gemacht habe. Es war Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie Grundys Rache. Moment. Sepp. Banjo-Tooie. Es gab nur ein Part davon. Banjo-Tooie mag ich eigentlich nicht so. So, Banjo-Kazooie Schraublocker. Banjo-Pilot. Vielleicht zeige ich euch die Videos irgendwann mal. Doch allerdings wären das dann nicht Parts von den Let's Plays. Nein, dann mache ich einfach mal so ein Video. Das dauert dann wahrscheinlich alle eine Stunde. Da schauen wir uns mal die ganzen Dinger hier an. Zum Beispiel in einer Folge Banjo-Pilot oder so. So, Donkey Kong 64. Da gab es ziemlich viel. Wisst ihr? Ich glaube, das, ja, das habe ich hier doppelt. Ich habe zweimal das. Dann ist das hier irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Das da wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht. Ich schaue mir das dann später wohl mal an. So, das waren die Let's Plays. Banjo-Kazooie und so. Dann kommen wir jetzt zu dem Minecraft Let's Plays. Minecraft LPS. Minecraft Xbox, das sollte eigentlich fürs Internet sein. Doch, ich glaube zu der Zeit. Ne, das war Anfang 2014, glaube ich. Ja, also Minecraft Xbox. Alles Xbox. Staffel 1 übrigens. Deshalb steht da überall die 1 dahinter. Minecraft Xbox, Let's Show, Minecraft Xbox und Ice Age 2. Gemischt. Minecraft Let's Show. Let's Show, Minecraft, Xbox und meine Folgen. Genau, das hatte ich auch mal. Was darin passiert ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch so an so ein Plakat erinnern. Da hatten wir, glaube ich, in jeder Folge irgendein Tier drauf gemalt oder so. Und dann musste jeder unterschreiben oder so. Ich weiß auch nicht. Minecraft 2. Da sind auch die Welten. Also hier Staffel 1. Ist meine allererste Minecraft-Welt. Da hatte ich nämlich in Minecraft World war das der allererste Part. Das kennt ihr aber. So, Minecraft 2 war, glaube ich, das Bauernhaus. Ich weiß nicht mehr, welcher Part. Das war auf jeden Fall auch in Minecraft World. Minecraft 3, das ist eine Adventure-Map von mir. Das ist aber nicht Jumpercraft, sondern was anderes. Und dann noch Minecraft 4. Das war, glaube ich, auf diesem anderen Account. Das kennt ihr noch nicht. So, Minecraft 4. Und jetzt Minecraft 4 live. Da hatte ich mit Xbox Live gespielt. Xbox Live. Okay. So, dann haben wir jetzt die Vlogs vom aktuellen Jahr. Violetta-Karten. Ja, das hatte ich dann auch mal aufgenommen von meiner Schwester. Hier fehlen irgendwie Sachen. Hier sind die Januar-Vlogs. Februar-Vlogs. Ja, März-Vlogs.
Osterfest 2016. Genau, mit diesem, ja, wo ich dann immer auftreten musste, haben die mir auch so eine CD geschickt, die haben das ja aufgenommen. Mit Squatch, Hase und Kackhase. Warum die Viecher so heißen, weiß ich nicht, das war's sogar schon. Andere CDs habe ich noch gar nicht aufgenommen. Also noch gar nicht mal. So, ich glaube, hier sind die alten CDs drin von 2012. Ich habe ja die Kamera, ich habe ja immer mit der Kamera aufgenommen. Wo ist sie? Keine Ahnung, die ist jetzt nicht da. Oder soll ich? Ah, komm, ich zeig doch alles. Dann hole ich die anderen Dinger auch gleich noch. Moment, ich muss die jetzt aufkriegen. So, mit einer Hand hier. Ja, das ist kaputt. Das war von meinem Papa, da erinnere ich mich schon. Ja, erinnere ich mich noch. Guck mal, wie diese CDs hier schon aussehen. Die sind schon Gold. So, aber sind keine echten Gold-CDs. Nein, die sind irgendwie nur gefärbt, weil sie jetzt schon so lange hier drin sind. So, schauen wir mal. Das sind die alten CDs. Mario Land 2. Ui, Mario Land 2. Was ist das denn? Ist das verschimmelt oder was? Banjo-Tooie Xbox Live, Mario Land 2, Banjo-Tooie Xbox Live, Banjo-Tooie Xbox Live. Ich glaube, nee, das ist nicht Xbox Live, sondern das ist mein allererstes Let's Play. Da hat dieses Bett nämlich noch da hinten gestanden. Und ja, da hatte ich noch einen anderen Fernseher und ich hatte auch noch andere Schränke. Aus meinem Schrank ist jetzt nämlich ein Schuhschrank geworden. Also der war aber so hoch wie der da ungefähr. Dann hat er hier so gestanden. Ja, dort war dann noch mein Fernseher drauf und unten drunter der DVD-Player da. Weil ich fast, ja, ich kann ja ohne Fernseher nicht einschlafen. Das wisst ihr ja. Ich brauche immer irgendwas zum Hören. So. Dann kann ich auch richtig einschlafen. Entweder CSI, Vegas oder... Nein. Ja, was... ja, da habe ich abends immer was geguckt. Ja, aber dann hat es mir nicht gefallen oder es war nie was im Fernsehen, bis auf samstags, DSDS oder Supertalent. Und dann habe ich halt jeden Abend diese CDs hier geschaut. So, aber ich glaube, das waren eher die Vlogs, wo ich gemacht habe, Let's Plays. Doch, ja, ich habe nämlich, na, das, da kommen wir später noch zu. So, egal. Banjo-Tooie Xbox, Banjo-Tooie Internet, Xbox Live, ja. Alte CDs sind aber schon kaputt. Habe ich schon zerbrochen. So, und hier, da steht gar nichts drauf. Mal schauen, was hier drin ist. Schon wieder Mario Land 2. Mario Land 2, Super Mario 64, 64. Das schaue ich mir auch mal an. Ob wir es da wirklich, auch wirklich bis zum Ende Let's Play haben. Also ich, ihr habt das ja nicht gesehen. Sonic Mega Collection. Das wird bei euch nicht kommen. Da erscheint nur Sonic the Hedgehog. Die, also die einzelnen Teile. So, Leute, dann entschuldigt mich mal bitte. Oder, ihr seht mich jetzt wieder. So, wir haben ja heute den zweiten... Ich nehme das hier alles im Voraus auf, außer das letzte da. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin heute irgendwie aufgeregt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mich irgendwie... Ich glaube, heute ist das einzige Mal, dass ich irgendwie Angst habe, dieses Video zu drehen. Ich weiß auch nicht. Ja, aber als nächstes kommen die wenigen, ich meine viele, ziemlich viele CDs, die in den Stapeln sind. Das heißt, diese Dinger da und dieser Stapel wird auch vorkommen. So, ja, jetzt kommen die ganzen CD-Stapel und da sind die Vlogs dabei. 2013 bis 2016 sehen wir uns dann dort. Los schon, komm schon. Geh an. Mann, das geht nicht an und nie aus. Das geht's doch nicht. Ich muss jetzt alles zu den Outtakes schneiden. Ganz. So, das hier. Moment. Das hier ist mein Stapel. Moment, ich glaube, ich habe noch welche. Ich schau mal. Ja, das hier sind andere. Mal schauen, ob wir noch irgendwo was haben. Das ist auch nichts. Ah, hier, das fehlt ja noch. Das ist das Wichtigste. Das sind die neuesten Sachen. Denke ich nicht. Hier ist alles gemischt drin. So, das stelle ich aber jetzt hier daneben. Moment. So. Ich würde sagen, dass wir das als letztes anschauen. Da ist das Special. So, wir gucken uns jetzt
erstmal das hier an. Was ist denn das? Marcells Abo Specials. Sehr schön. So, jetzt kommen hier die Videos, die CDs von 2012 bis, ich glaube, August oder September 2013. Mal schauen. Marcel in der Badewanne. Ja, da gab es auch sowas. Marcel in der Badespecial. So hieß das. Aber das habe ich für mich selber aufgenommen. Leider. Nein, das ist nicht kaputt. Also nicht der Strom hat, weil das ist immer noch so eine Folie drauf. Funktioniert aber trotzdem nicht mehr. Aha. Sehr schön. Was ist denn eine Badewanne neu? Aha. Wer kann die Schrift denn lesen? Was? Banana? Banaru? Marcel isst ein Brot. Da ist es ja. Und Oma ein... Das A? Ausgang oder so? Halloween und DSDS. ABC. Ja, jetzt kommen hier überall Buchstaben. Die habe ich dann einfach so benannt. Das sind Ordner gewesen. Und hier steht dann nochmal, was da wirklich drin ist. M und A bedeutet Morgen- und Abend-Special. Entscheidung 1 bis 9. DSDS-Finale. Ja, habe ich auch aufgenommen. DSDS-Finale. Tänze von DSDS. Sehr schön. Da könnte ich wunderbar schreiben. Computer. Kaka, keine Ahnung. Supertalent. 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 Ah, Moment. Ich vergesse es immer scharf zu stellen. So. Supertalent. Superstar Musik. Morgen Special 1 bis 7. Abend Special 1 und 2. Abend Special 3 und 4. Musik Mittwoch Allerstar. Oder so. Supertalent. Supertalent Recall. Da gab es einen Recall. Supertalent Recall. Was? 1000. Das, also, das ist das Amazing Special. No VT. Aha. Let's Test 1. Geburtstag 1 bis 7, glaube ich. Zweite Motto Show. Morgen Special. Zweite Motto Show. 18. Ja, da gab es auch solche Videos. Da habe ich jeden Monat am 18. immer irgendwas gemacht. Oder auch am 2.11. oder was das darstellen soll. Übung oder so? Ah ja, da ist das schon. Ah ne, das ist Badespecial. Abendspecial, Marcel in der Badewanne. Das habe ich übrigens freiwillig aufgenommen. Vicky Abschluss, Robin Abschluss oder so. Robin Abschluss, das war mein Papa, der die Hasen sauber gemacht hat. Da habe ich gestern auch so eine Dokumentation gefunden. Das ist auch ein Vlog von Mai, also noch gar nicht so lange her. Da hat mein Papa, als er hier war, hat der die Hasen sauber gemacht. Wir machen das ja fast nie. Der kommt immer freiwillig hierher, um die Hasen sauber zu machen. Da kommt er immer. Und dann macht er das immer und dann haut er direkt wieder ab. Oder manchmal bleibt er auch. Ja. Und dann hat er jetzt mal die Hasen sauber gemacht und dann hat er ja so eine Kelle. Für dann die Scheiße vom Boden da wegzumachen im Hasenstall. So. Und dann hat das da auf dem Hasenkäfig noch gelegen. Da hatte der die ganzen Sachen rausgesucht. Ja. Und dann habe ich so eine Dokumentation gedreht über die Hasen. Da habe ich gesagt, das ist die Hasenkehrschaufel und das ist die Hasenspachtel. Damit werden die Hasen vom Boden gerieben, weil sie sich nicht mehr bewegen können und festgewachsen sind. ja, und dann ist der eine Hase noch umgefallen. Das ist so lustig ausgesehen. Vielleicht zeige ich euch das auch mal. Supertalent. Ah, ich muss das so machen, dann seht ihr das auch. Hexenfilm. Das Rad. Was hatte ich denn dafür schon? Ja, genau. Hexenfilm hatte ich auch mal so gemacht. Was soll in der Badewanne? 5. Ja, der SDS Kids. Supertalent Finale. Ja. Kommen wir mal zum nächsten, denn mein Akku des Handys wird langsam schwach. Das heißt, wir müssen uns hier beeilen. Also ich glaube, ich präsentiere euch jetzt eher mal die neuesten, das heißt von 2015. Osterfest 2015. Seit 2013 bin ich ja da dabei. So, Mittag- oder Essens-Special. Da seht ihr auch das Datum.
Omastal. Ja, da habe ich bei meiner Oma übernachtet und habe das dann so genannt, Omastal. Tag 2 von, keine Ahnung, Halloween-Fest 2015, Musik, ja. Oktober-Vlogs. Ja, mein Bruder, der sagt das auch immer ganz komisch. Es gibt ja jetzt diese Mau-Amsche-Vlogs. Oder wie die heißen. Dann sagt er das immer so komisch. Mama, darf ich einen Mau-Amsche-Vlogs essen? Wie so ein Roboter. Sche-Vlogs. Naja. Ey, ein Mau-Amsche-Vlogs. Bei mir sind die zu sauer. Oktober, November. Ja. November und Dezember. Kommen wir jetzt mal zu den ganz neuen. Ich präsentiere euch noch, was in den einzelnen Dingen hier erhältlich ist. Das hier ist jetzt, das zweite Päckchen. Dann haben wir hier, ihr kennt ja wahrscheinlich Tatzenkatz, mein selbst erfundenes Spiel. Da gibt es 100 Spiele von Tatzenkatz 3, Staffel 3, Folge 16. Das ist keine Fernsehsendung. Nein, sondern das ist mein Spiel. Eine ganz neue Katze. Taletta 3. Das große Gebimsel mit der Jerry's Mod und Five Nights at Cats 3. Ja, da gab es so eine Nachfolge. Five Nights at Cats 4. Five Days at Cats 1. Five Nights at Cats. Ja, Taletta 2. Ach, keine Ahnung. So. Was ist denn das? Hier ist irgendwas was ganz. Ah, ne, das sind meine restlichen Let's Plays, die ich noch gemacht habe. Zelda A Link Between Worlds, ja. SpongeBob Schwammkopf Staffel 3. Okay. Kommen wir aber jetzt zu dem größten hier. Und zwar. Die neuesten, die ich habe. Und auch irgendwas anderes. Es gibt allerdings nur ganz wenige neue. So. Challenges! Ich weiß, falsch geschrieben. Teil 2 und Probier-Specials. Challenges Teil 1. Zelda. Das ist euer Original-Let's Play, was ihr kennt. Zelda Ocarina of Time Teil 1. Zelda Ocarina of Time Teil 2. 3D, meine ich. Minecraft 2. Ja, das ist schon älter. Ich glaube, das war's sogar schon. Let's Plays. Conker's Bad Friday. Habe ich auch Let's Played. Doch allerdings, ja. Nicht. Omas Geburtstag 2015. 82. Ihr letzter Geburtstag leider. Kermit. Da haben wir eben den zweiten Tag von gehabt. Kermit 2015. Ja. Tierbilder. Das ist auch noch neu. Genau. 2015, 2016. Und Squatches, die Eröffnung. Es war nämlich auch von diesem komischen Fest da. T-Videos 1, Probiervideos und Übungen von Squatches. Ja, da habe ich geübt. Aufräumen 6. T-Videos Teil 2. Osterfest vor Aufräumung. Da habe ich alles mal gefilmt. DSS-Finale. Baloo-Videos. Meine alte Katze Baloo, die abgehauen ist von Juni und Juli 2014. Das heißt, kurz bevor ich mit YouTube angefangen habe. Also vor 2 Jahren. Mensch, gesucht. Ja, jetzt kommen hier die ganzen Sachen von Lutz, Light, Link und alles, die ich aufgenommen habe. um die mir schön abends reinzuziehen. Hier von Banjo-Kazooie und Grundys Rache von Super Mario 64. Alles von Lutz, Light, Link. Oder sogar auch die Mods von Lukopa. Minecraft-Mods. Oder Conker's Bad Friday von Let's Play Markus. So, dann war es das auch schon von diesem Teil. So, bin gespannt, wie es weitergeht. Nein, was tue ich hier nur noch? Ich blamier mich ja nur noch hier vor allen. Ich glaube, ich soll das Video beenden. Oh nein, das geht schon wieder los. Okay, schon 10 Sekunden laufen. Okay, Leute, da sind wir schon wieder. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Pause. Denn wir haben jetzt schon... Moment, ja, wir haben jetzt die Hälfte schon gemacht, deshalb kommt jetzt einfach mal eine Pause. So.
Also, jetzt kommt erstmal eine Pause, aber keine Werbepause, nein, sondern eine Pause, die ihr überskippen könnt, direkt überskippen könnt. Jetzt könnt ihr euch von Let's Play Markus Donkey Kong 64 Part 24 Affen allein im Wald anschauen. Das war 5 Minuten lang. Was so ungerade Zahl, ne? Wenn ich da vorne das Panini einsammle, müsste es wieder passen. Okay, nein, nur 2 Minuten. Weil ich ja auch zurückwatschen muss. Ja, also der Wunderwald ist ein bisschen komisch gestrickt. Natürlich war er nicht ganz so. Ich glaube, man hat den nicht fertiggestellt in Banjo-Kazooie. Jetzt ist er hier auch ganz merkwürdig einfach verbunden. Das sind einfach viele Areale, die miteinander verbunden sind. Durch diese komischen Tunnel. Und das war halt nicht so. Es gab halt einen Bereich mit Clanker. Den gibt es halt immer noch in Banjo-Kazooie und der hat dann gereicht für eine eigene Welt. Und der ganze andere kleine Krimskrams, der... Ja, also ich finde da noch irgendeinen Samen oder sowas war da in der Art. Ich denke dran, kehr dahin zurück. So. Ja. So, oder auch nur eine Minute. So, wenn ihr weiterschauen wollt, schaut doch auf seinem Kanal vorbei. Vielleicht verlinke ich ihn auch noch in der Videobeschreibung. So, als nächstes hat es auch etwas mit den Let's Plays von mir zu tun, allerdings. Und zwar kommen jetzt die ganzen Let's Plays, die ich in diesem Jahr Let's Played habe. Also in diesem Let's Player-Jahr. Seid gespannt, sogar mit Musik. Leute, Leute, Leute! Ich glaube, die Musik war ein bisschen zu laut. Und genauso ist sie auch in diesem Video immer noch genauso laut, obwohl ich sie eigentlich leiser machen wollte. Es kann sein, dass sie ein bisschen leiser ist. Und zwar kommt jetzt nämlich das beliebteste Video in diesem Jahr. Welches das ist und welches das beliebteste Video aller Zeiten ist. Und das zweitbeliebteste aus diesem Jahr. Seid gespannt. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht mehr. So, also, ich bin gespannt, heute mit Hintergrundmusik. So, dann schauen wir mal. Ganz spannend waren wir es hier. Nein, schon mal so. Nee, war es nicht. Wir suchen es dann mal. Banjo-Kazooie Schraubenlocker Part 1. Ich habe keinen Führerschein. Wurde in diesem Jahr als häufigsten, ja, als beliebtesten Part erklärt. Mit 54 Aufrufen vor 7 Monaten, also gehört noch zu diesem Jahr. Denn hier bei den welches ist das ganz beliebteste Video? Mein allererstes Video nicht. Abdurch die Hecke Part 3.
mit 810 Aufrufen. Letztes Jahr hatte es, glaube ich, 515 oder so. Wenn wir gerade schon dabei sind, gucken wir uns auch die Abonnenten an. Ich hatte 22 Abonnenten, doch allerdings hat uns einer verlassen. Dann habe ich 6.659 Aufrufe insgesamt. Wir können leider nicht sehen, welche wir in diesem Jahr hatten. Aber ja, keine Ahnung. Also, das war mein beliebtes Video. Wir schauen uns mal das zweitbeliebteste Video an. Schauen. Das hier. Zelda Link Between Worlds Part 9. Dieses Versteck. Vor 11 Monaten. Mit 36 Aufrufen. Das ist schon länger her. Das war's. Habt ihr damit gerechnet? Ich nicht. Vor allem, wer hat mir bei Abtisch die Hecke die ganzen Aufrufe gegeben? Das war einfach so, schwupps, 300 bei dem anderen. Also letztes Jahr waren es 300, denke ich, glaube ich, waren es. Ich glaube, in der Szene habe ich gesagt 500, oder? Oder 600 habe ich, glaube ich, gesagt. Ich weiß es nicht. Aber wo kommen in diesem Jahr die 200 Aufrufe her? Ich habe mir das Video, kann sein, dass ich mir das Video mal zweimal angeschaut habe oder so, weil ich Abtisch die Hecke irgendwie nicht mag. Aber wer gibt mir denn 800 Aufruf dafür? Ich würde schreiben, wenn das bei den neuen Videos jeden Tag so wäre. Oder wenn das so wäre. Ja, als nächstes kommen die Kanäle, was ich eben auch schon gesagt habe, wie ihr meinen Strulli-Vlog-Kanal findet. Und zwar kommen jetzt nämlich die coolen Kanäle, also meine coolen Kanäle, die angesagten Kanäle, die ich da gegeben habe, und ich mache auch noch welche dazu. Ich habe nämlich auch gezeigt, wie ihr das machen könnt. Doch allerdings sieht man da nicht besonders viel. Aber schaut trotzdem mal rein. Warum habe ich die Kanäle dort bei den angesagten Kanälen hingemacht? Jetzt folgt die Erklärung. So, diesmal ohne Musik. So, wir gehen dafür mal auf die Kanäle, dann sehen wir sie nämlich alle. Oh, da seht ihr auch meine Abos. So, wir gehen natürlich hier hin. Wir wollen uns sie mal anschauen. So, also. Ja, Strulli Vlog. Warum ist der wohl hier in dieser Liste dabei? Tja, weil ich das halt bin. Und damit er den Kanal auch findet, habe ich den mal hier reingepackt. Dann spiele ich ruhig mal einen anderen Kanal, den kennen manche gar nicht. Den werde ich euch aber nachher auch noch zeigen. So, dann Let's Play Markus. Warum habe ich den hier drin? Den erwähne ich immer. Ich hatte ja auch, na gut, ihr habt das noch nicht gesehen, aber ich habe ein Donkey Kong 64 Part aufgenommen. Da habe ich ein Let's Battle mit ihm gemacht. Das heißt nicht, dass er hier war, sondern ich habe den Part angemacht von ihm. Und hab dann einfach das auch aufgenommen. Also ein ganz normaler Part habe ich aufgenommen. Wie ich die erste Welt komplett gemacht habe. Mit Chunky und Tiny und den anderen noch. Mit Lanky. Ja, und dann hatte ich einfach sein Video an. Und hatte dann einfach so ein Let's Battle gemacht. Wer schneller ist. Leider hat er gewonnen. Und wer in der zweiten Welt gewonnen hat, das könnt ihr dann im nächsten Part sehen. Das ist der. Moment, ich guck mal kurz. Hier mit dem Heft, das ich euch eben gezeigt habe. Moment kurz. Nein. Part 18. Habt ihr noch nicht. Ich glaube, ihr habt erst Part 4 oder so oder Part 5. So, also, den hatte ich aber schon früher reingemacht, weil ich den immer schaue. Der hat auch Mario Let's Plays und allem. Und alles, das heißt, bei ihm könnt ihr das auch schauen. Bei ihm könnt ihr die ganzen Mario Let's Plays oder sonst was schauen. Pikmin, was ich nicht Let's Playe. Das gleiche geht für Luke's Night Link für Zelda. Und außerdem, ich hatte ja, ich glaube, 3 Anläufe für Pikmin 1. So, das habe ich immer wieder abgebrochen, weil ich, keine Ahnung, ich hatte keine Lust mehr oder so. So, und deshalb habe ich einfach seine Playlist genommen.
die in meine umgewandelt. Und ja, dann ist halt seine Pikmin-Playlist jetzt bei mir. Und so, dass sie auch für mich erkannt wird, dass ihr das dann bei ihm sehen könnt. Bevor wir dann Pikmin 2 Let's Playen. So, da haben wir Nintendo. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Banjo-Kazooie-Fan. Und ich finde es immer lustig, oder meistens zumindest, wenn, ja, wenn Leute ein Spiel Let's Playen oder ein Spiel spielen, was sie nicht kennen, aber andere ziemlich gut kennen. So wie zum Beispiel ich. Ich kenne Banjo-Kazooie bestens und er kennt es absolut gar nicht. Jetzt kennt das schon, aber Banjo-Kazooie kennt er jetzt halt noch nicht. Und ja, also zumindest Wonderland kennt er noch nicht. Oder das Quiz. Das Quiz wird für ihn wahrscheinlich noch schwierig. Das ist ja diesmal schneller als in als Grundys Furnace Fun. Ja, ja. Aber ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, falls ihr dieses Video hier schaut. Ihr schaut es zwar nicht, aber ja. Und deshalb habe ich ihn einfach mal hier reingenommen, damit ihr auch vergleichen könnt, wie ein Banjo-Kazooie-Profi das macht, wenn ich mich so nennen darf, und ein Banjo-Kazooie-Noob das so macht. Könnt ihr vergleichen. Fragen wir Melina Sophie. Ich hatte ihren Titel, ihr Profilbild aktualisiert, habe ich gemerkt. Das Bild hat sie wohl schon vor längerem aufgenommen. Ah, nee, sie hat sich ja schon, jetzt schon wieder die Haare gefärbt. Oh, und hier fehlt gerade noch ein Kanal. Fällt mir auf. Hier fehlen mir noch zwei Kanäle. Okay, das muss ich auch mal aktualisieren. Das können wir auch gerade machen. So, also warum habe ich sie hier reingenommen? Ja, weil mir dieses eine Video so gut gefallen hat. Eigentlich sind es ja drei. Und zwar war das letztes Jahr, wo sie diese drei Videos da gemacht hat vom ersten Drehtag von Kartoffelsalat. Also der Film von Fresh Torge. Oh, der fehlt hier ja auch noch. Okay, da muss ich auch noch hier nicht so ficken. ja. Ja, dieses Video, das war auch einer der beliebtesten Videos von ihr. Ich glaube sogar das beliebteste. Nee, nicht das beliebteste. Ja, aber. Ja, ich mag die drei Videos einfach so, deshalb habe ich die einfach mal mit da reingenommen. Und ihr seht auch, die habe ich alle abonniert. Selbst meine Kanäle. Abonniert, ja. Abonniert. Twitchstats Mani. Ja, eigentlich schaue ich heute kein einziges Video mehr von der. Mir hat nämlich nur. Ja, ich habe die immer wegen Twat Out geschaut. Und wegen Among the Sleep. Aber es ist ja jetzt alles vorbei. Aber ich habe die, glaube ich, vorher schon gefunden. Ich weiß aber nicht mehr wie. Moment, lass mich kurz überlegen. Minecraft war es nicht. Outlet? Nee, Outlet ist da nicht. Keine Ahnung, warum ich die. Ah ja! Wie heißt das? Cry of Fear, genau. Da habe ich sie gefunden, genauso wie diese Kitty Karlohr oder wie die heißt. Ne, so heißt die Katze. Moment. Ja, Kitty Erdbeer, genau, Kitty Erdbeer. Die hatte ich vorher auch mal hier drin, aber die habe ich jetzt, glaube ich, deabonniert. Weil sie irgendwie schlechte Videos gemacht hat. Aber ich habe die auch nur abonniert, weil es ihre Schwester ist. Und ja. Dann Le Copa. Ja. Ja, da muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ja, den habe ich nämlich immer in den Mods erwähnt. Ich habe nämlich immer Mods gemacht. Und da habe ich erzählt, Le Copa hat das auch gemacht. Oder Le Copa, der macht das viel besser. Und guckt mal auf seinen Kanal vorbei. Das war, glaube ich, in der allerersten Mod-Vorstellung, in der Mob-Mod. Auf der Xbox. Und da habe ich ihn immer erwähnt. Ja, ihn könnt ihr euch anschauen. Er hat ja jetzt auch ein neues Projekt. Mein Tobia oder so. Ja, so, dann haben wir Kronk. Den habe ich natürlich abonniert wegen seinen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 1300 Minecraft-Parts. Und jetzt macht er ja schon wieder Minecraft. Aber es ist ja eigentlich gar kein, er nennt es ja gar nicht Minecraft-Staffel. Ah ne, der hat ja immer voll gemacht. Ja, voll gemacht, ja. Er hat ja immer Folge, das Let's Play. Die Playlist nach den Folgen benannt. Zum Beispiel Folge 400 bis 499. Ja. Und das hier nennt er halt dann nicht irgendwie, keine Ahnung, wo hat er denn aufgehört? Keine Ahnung, 1300 irgendwas. Ja. Ja.
Ja, und deshalb hat er das dann Life in the Woods genannt. Life in the Woods, ja. Life in the Woods. Ja. Und dann habe ich den einfach mal da drin gelassen. Auch wegen Outlast. Hat er auch gut gemacht. Dann den Aerosol. Da hatte ich eigentlich nur da reingemacht. Den kann ich eigentlich irgendwie nicht leiden. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß aber auf jeden Fall schon, wie er heißt. Der heißt nämlich Roman. So, den habe ich wegen den Abonnenten. Wegen den Adventure Maps habe ich den abonniert. Wie ihr seht, sind immer noch alle abonniert. Ja. Weil der auch immer gute Adventure Maps gemacht hat. Und ja. Also ich glaube, ihr solltet meine Abonnenten nicht sehen. Ich zeige euch die kurz mal im Schnellverlauf. Das sind noch nicht mal alle. Schaut euch das hier an. Also ich glaube, die kann ich euch nicht alle empfehlen. Das wird schon allein ein 3000 Stimmen Part werden. Das kann nicht noch in dieses Video hier reinkommen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich weiß es nicht. Ich nehme das hier ja im Voraus auf. Dieses ganze Gespräch immer vor den einzelnen Szenen am 9. oder 10. Ich weiß ja nicht, heute haben wir erst den 3. Über 15.08 Uhr. So, hier sind wir. Ja. Dann haben wir noch Tom Schaffel. Wegen den Lucky Blocks, die er immer gemacht hat mit Hardy und Deno. Und heute schaue ich, ja, er macht ja fast keine Lucky Blocks mehr. Deshalb schaue ich mir jetzt immer Who's Your Daddy an. Genau. Das finde ich immer lustig. Vor allem, wenn das Baby brennt. Ja, ja. Okay. Dann holen wir gerade jetzt noch vier andere. So, und zwar, wenn ihr nicht wisst, wie man das macht, zeige ich euch das jetzt auch mal. So, geht ihr hier auf die Übersicht. Leute, dürft ihr mal kurz warten? Moment, ich stelle euch jetzt mal hier irgendwie anders auf. Dazu nehme ich mir jetzt mal hier dieses Päckchen, das wir eben schon hatten. Oder ja, in der vorletzten Szene. Denke ich mal, ich weiß es nicht, das habe ich gestern aufgenommen. Kann sein, dass ich danach noch was gemacht habe. So, ich baue mir hier jetzt einfach mal irgendwas auf, damit ich die Kamera nicht die ganze Zeit in der Hand haben muss. So, mein Salz-Tippchen hier. So, und da stelle ich jetzt die Kamera einfach mal hin. So, es tut mir leid, falls ihr jetzt nicht alles seht, aber braucht ihr nur das hier zu sehen. So, und zwar klicken wir hier auf das, ihr seht das gar nicht. Moment. So, hier drücken wir einfach mal drauf auf diesen Stift oder was das darstellen soll. Dann kommt hier Modul bearbeiten oder Modul entfernen. Wir drücken auf Modul bearbeiten. So, dann haben wir hier dieses Fenster. So, und hier können wir dann den Benutzernamen eingeben. Zum Beispiel, ja, achso, ihr seht das schon wieder nicht. Jetzt brauche ich da hinten was. So, jetzt muss ich das Ding hier hinten hinstellen. So, und hier gehen wir dann einfach mal ein, die Dinger, wo wir dann hier haben wollen. Zum Beispiel, Happerplapp. Ups. Happerplapp. So, da müsste was... Blablabla LP. Okay, dann nehme ich, dann holen wir Bibis Beauty Palace. Ups. So. Ich habe mir den Beauty. Moment mal, ich muss kurz überlegen. Hatte ich doch richtig. Aha. Palla. Sehr schön. Ach, was schreibe ich denn hier? Was? Warum nicht? Hat er mit K geschrieben? Nee.
keine Ahnung, dann nehmen wir Feuerwasser. Der muss aber auf jeden Fall hier drin sein. Aha. Torge? Nein, nicht Torge! Fresh Torge! Oder ist das jetzt sein Kanal? Moment, ich gehe mal kurz da hin und schaue, ob das wirklich sein Kanal ist. Nee, das ist nicht. Nein, das ist nicht sein Kanal. Vielleicht Torge X? Nein! Die Torschs? Nein, ich auch nicht. Ich will auch nicht Okuleli. Ich will Fresh Torge. Nicht den da. Flash Flash Haltefolie. Aha, da ist er ja. Wer ist dann? Ach, keine Ahnung. So, wir brauchen jetzt noch Happerblapp und den anderen. So, ich verschiebe die allerdings jetzt ein bisschen mal. Und zwar, der kommt jetzt mal hier hin. Der kommt mal weg. So, kommst du auch mal weg? Nee, du bleibst noch da. So, Kronk. Du kommst auf jeden Fall näher, weil ich nämlich über sie noch was gesagt habe in einem speziellen Video. Nee, vor Lecopa kommst du auf jeden Fall nicht. Aber Lecopa kommt auch mal hier hoch. Lecopa kommt mal hier hin. So, du bist auf jeden Fall noch. So, Kronk kommt da mal. Dahin. So, ja, dann kommst du hier hin. So, du kommst dahin. Aber weißt du was? Weg damit. So. Gut, dann schauen wir kurz nach Happerplapp. Happerplapp, schreibt mir noch so. Ach so. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Und zwar markieren wir einfach das da und drücken auf Kopieren. Ihr seht das jetzt zwar nicht. So. Und dann gehen wir einfach wieder zurück. So. Ich weiß, ihr seht gerade nichts. Drücken hier wieder drauf. Modul bearbeiten. So. Und jetzt hier. Und wie jetzt? Ja, du sollst es einfügen. Moment, gibt's vielleicht. Hallo. Einfügen. Du sollst es einfügen. So, kopieren. Ach so. Ich mache das einfach mal so. Drück auf kopieren. Bam. Und bam. Ja, und das suchst du jetzt. Natürlich gibt es das nicht. Marsch halt jetzt doch das Ganze mal. Kopieren. Einfügen. Okay, wisst ihr was? Nein! Wir müssen es kleiner machen. So, das kommt jetzt hier hin. Und du kommst jetzt einfach mal dahin. So. Das ziehen wir jetzt einfach
hier rüber und setzen es hier ein. Und jetzt. Na, endlich! Da bist du. So, du kommst jetzt hier dahin. Sollen jetzt noch Julienko irgendwie finden? Oh nein. Julian Draxler? Julia Roberts? Nein! Nicht Julian Bam! Ja, Julienko ist doch richtig geschrieben. Hallo? Da geh auch an! So. Julienko TV. Wirklich. TV, meine ich. Hierhin. Hinzufügen. Na, endlich. Hallo? So. Du kommst hier hin. So. Endlich. So. Jetzt aber. Ja, gut. Leute, dann stellen wir hier jetzt alles wieder ganz, ganz wie soll ich das? Ich muss die ganzen CDs hier mal wieder ordnen. Das hier ist ja der Stapel, wo ich weiß, wo sie, wo ich nicht weiß, wo sie hingehören. Irgendwie, naja, eigentlich sind das einfach nur CDs. So, gut, dann war es das mal mit dieser Szene. Mal sehen, was als nächstes kommt. Und swoosh. So, Leute, ich glaube, es war in Donkey Kong 64. Da habe ich euch nämlich gesagt, dass ich eine Hasendokumentation gedreht habe. So, zwei sogar. Und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch meine erste Hasendokumentation. Aufgenommen am... Ach, das wird auch in der Szene gezeigt. Ja, also, ich muss jetzt nochmal sagen, das sage ich zwar auch in der Szene, aber ich muss jetzt nochmal sagen, das ist ja alles nicht echt, was ich da sage. Das ist alles eine Lüge. Manches zumindest. Wo ich sage, da ist schon verschimmelt auf diesem Hasenbaum da. Ja. Aber nein. Aber das andere ist wirklich verschimmelt. Keine Ahnung, wie da alles immer hinkommt. Und ja, dass der schwarze Hase blind ist, das ist natürlich auch nicht so. Er stellt sich zwar immer so an, dass er blind wäre, aber ich habe mit ihm einen Sehtest durchgeführt. Nein, ich war nicht beim Augenoptiker mit ihm und auch nicht beim Arzt. Nein. Ich habe selbst mal mit ihm so eine Probe durchgestellt und haben so irgendwie, ja, ich habe ihm einfach Blätter hingehalten und er hat sie dann gefressen. Und Blätter riechen nach nichts, also kann er sie auch nicht gerochen haben, also muss er noch was sehen. So, das sieht aber auf dem Video halt so aus, mit den roten Augen. Aber ich möchte jetzt noch nicht so viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich glaube, das ist die beste Szene. Ich muss das selber lachen, wie ich das letzte Mal wieder anschauen musste. Und auch, ich muss nochmal sagen, die Katze heißt nicht Professor, das wisst ihr alle, es steht in meiner Kanalbeschreibung, sie heißt Tiger. Ja, Tiger. Aber er hat sich halt so aufgeführt wie ein Professor und das mit der Absperrung, ich sage nämlich immer, hinter ihrer Absperrung, Herr Professor, hinter die Absperrung, das ist auch nicht so gewollt, ja, das war halt so für das Video, der soll für das Video halt nicht genau im Bild stehen. Sonst wäre er nämlich genau im Bild, wenn er vor die Absperrung gelaufen wäre. Und die Absperrung ist einfach die Tür vom Hasenkäfig. Da habe ich nämlich gestanden. Also eher gesessen. So, aber ich will jetzt nicht allzu viel sagen. Schaut euch an! So, da sind wir und ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich dieses Video hier steht sogar, hier steht das genaue Datum. So, ups, Moment. Nein, das funktioniert nicht. Ich muss ins Licht halten. So.
sieht man es da am 1.5.2016 um 6.43 Uhr. So, schauen wir uns das doch mal jetzt an. So. Moment, ich mach noch ein bisschen lauter. So. Kann sein, dass er meinen Papa hört und meine Katze sieht. Das ist die Hasenkehrschaufel. Und die Hasenspachtel. Damit werden die Hasen von dem Boden gerieben, weil sie sich nicht mehr bewegt hätte und eingefroren sind. Ich meine, sie sind festgewachsen. Das ist eine Hasentüte, da kommen die Hasen rein. Das ist natürlich alles ein Witz, was ich erzähle. Die Hasenabdeckung, damit die Katze die Hasen nicht frisst. Das sind die Hasen. Fütternäpfe. Dort kommt das Futter rein, wenn sie wieder aus der Tüte kommen. Das hier ist der Hasen-Trink-Weg-Spuckplatz. Genau. Dann haben wir hier Exemplar 1. Wir sehen es gleich wieder. Da haben wir hier Exemplar 1. Schnuffel, das kleine Krokodil. Dann haben wir zu unserem Rechten Mr. Strolli oder Mr. Quay genannt. Und das hier ist. Ich verbessere Blackie. Mr. Quay. Mr. Quay und. Hinten ist das Hasen-Eindringlingshaus. Eindringlingshaus. Hasen-Schönheitsspiel. Und der Hasen-Schönheitsspiel. Das da hinten ist der Kotplatz. Da ist der Kotplatz. Und das ist Staub. Und das ist Staub. Ein rotes Auge. Rotes Auge. Diese Hasen sind besessen. Da hinten ist schon verschimmelt, wie man sehen das kann. Das ist nur Stroh. Ich kann nicht das später nochmal richtig sehen. Das ist der Wanzbaum. Ich muss jetzt schauen, was die Katze treibt. Ja, mein Papa hat die Katze im Bad eingesperrt. Mein Papa hat die Katze im Bad eingesperrt, weil. Ja, hey! weil sie nicht rauskommen wollte. Da ist sie. Jetzt aber schnell. Und da war sie. So, wie man sieht, die Katze fängt schon an, sich zu wälzen. So, und jetzt bringen wir mal ein. Oh nein, jetzt geht's los. Hasengehege. Wir dringen ein in das Hasengehege. Ihnen gefällt. Wir dringen jetzt ein. Und schauen. Hallo? Geht's Ihnen gut? Geht jetzt gut. Sie sind ja schon blind. Schön. Er ist natürlich nicht blind. Das ist alles nur ein Witz, was ich erzähle. Ganz toll. Das ist der Professor. Was ist mit Ihnen? Herr, Sie leben noch, ja? Sie sind schon fast tot. Mal schauen. Flecken. Schnuffel. Braun. Mal sehen. Fell. Schwanz. Ohren. Lass die Tür auf. Stroh. Ein Hase frisst Stroh. Wie man sehen kann. Er frisst nicht nur Karotten. Nein, auch Salat. Und Stroh. Das ist Stroh. Streu ist es. So. Da hinten sehen wir die Kamera. Das ist das Licht der Kamera. Ein dicker Klotz. Nein, das ist kein Stein. Denn man sieht, er hat einen Schwanz. Das heißt, es muss ein Hase sein. Ein richtiger Hase, ein der richtiger. Abnehmen muss. So, ich glaube, er ist irgendwie schwanger oder so. Dann haben wir hier Stefan Raab. Er läuft immer weg, wie man sieht. Dann haben wir hier Fitti mit Fett. Er bleibt stehen und beruhigt. Leck, Schnuff. Wir haben 100 Namen für die Hasen. Genauso auch wie für ihn. Wie man sehen kann, ist die Katze nicht besonders. Besessen. Das heißt, die Hasen müssen irgendwie noch munterer werden. Das heißt, sie werden munterer und die Katze auch. Wenn sie jetzt hier rauskommen und in die Tüte gesteckt werden und dann da hinten freigelassen werden. Alles ein Witz. Dazu muss erstmal das ganze Zeug darunter, damit wir diese Klappe aufmachen können. So. Da haben wir hier noch die Katze, die Hasennagstange. Und wie man sehen kann, ist dieser Hasenstall nicht angenehm und bequem. Hier ist nämlich schon einiges verschimmelt. So.
Genauso wie das da. Das ist Strom. Das da verschimmelt. Das ist aber wirklich verschimmelt. Hier haben wir den Hasen-Nagweißglanzstein. Den benutzen die Hasen, um ihre Zähne zu schürfen. Damit sie auch nicht nur so lange Krallen haben, sondern auch so lange Zähne. So, denn wie man sieht man nichts, wenn sie jetzt auf den Pfoten drauf sitzen. Was meinen Sie dazu? Was meinen Sie? Das ist der Professor. Nein, das ist nicht gut. Er macht schon die Augen zu. So, er frisst Heu. Und wie man sieht, da war ich ein Mensch erkältet. Hier sind sie noch länger bei diesem. Doch, er sitzt gerade drauf. Sie waren mittlerweile beim Tierarzt und haben jetzt bessere. So, und da diese Hasen sich jetzt nicht mehr bewegen und sie schon festgefroren sind, bespritzen wir sie jetzt mal mit Febreze. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ich habe nämlich oben drüber gespritzt. Ich weiß es nicht richtig. Sie haben das noch nicht mal gemerkt. Deshalb nehmen wir jetzt unsere Hasen Schubkarre hier. Und ihr seht schon, Mr. Ströldig, Fetti mit Fett, mag diese Schaufel nicht. Deshalb versteckt er sich im Haus und wir nehmen einfach das da. Hey! Jetzt hat er die Schaufel gefressen und möchte mich jetzt wieder auferstehen lassen. Und das bedeutet, er frisst sie. Und das bedeutet, dass er jetzt seine Ruhe haben möchte. Hey! So, was meinen Sie da? Sie kommt immer näher. So sieht ein professioneller Hasenprofessor aus, ganz genau. Wie man sieht, jetzt kommt der Hasenkampf. Wenn sie beide in das Haus rein wollen, darf nur einer in das Haus reinpasst. Und das Haus ist gerade besetzt. Was soll ich jetzt tun? Da klingelt jemand. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Nee, ich bin da rein. 3, 2, 1! Hey, nein, das kannst du doch nicht fressen! Okay, ja. Was meinen Sie davon? Was meinen Sie? Er möchte sich die Hintertür reinschleichen und er die Hintertür rausschleichen. Jetzt hat er sich hineingelegt und er versucht jetzt von hinten. Also kommt doch, wie man sieht, Professor Dr. Dick hat den Schnecki erkannt. Black Schnuffel, genau. Er heißt ja Black Schnuffel. Genau. So, passen Sie auf. Wie man sieht, er legt sich hin und fällt bald auf den Rücken. So, und jetzt ist das ganze Haus besetzt, weil er sich nämlich so lang macht wie ein Wurm. Dann haben wir hier, er frisst Gras und kackt dabei. Deshalb heißt er Tack. Und ich möchte jetzt wissen, was das da ist. Das ist doch nichts für ein Hase. Sieht aus wie eine Lammkeule. Was ist das bitte? Nein! Professor, gehen Sie weg! Also, wir müssen das untersuchen. Was ist das bitte schön? Wie, das riecht eklig. Er weicht schon zurück. Professor Dr. Robin, was ist das? Das gehört nicht in einen Hasenstall hinein. Ich habe das selber geflogen. Okay. Das möchte ich. Hey! Hinter Ihre Absperrung! Hinter die Absperrung! Danke. So. Und besser. Wie man sieht, er liegt und frisst. Er liegt nämlich im Fressen und er frisst im Liegen. Dann haben wir Professor. So, er frisst. Er frisst. Er putzt sich. Professor! Hinter Ihrer Absperrung! Gesundheit. Ja! Da hat er mich eingeschlossen. Tja, und wie man sieht, ist jetzt die Kamera im Hasenstall. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Das heißt, ups, wir sehen uns dann das nächste Mal. Wir sehen uns dann gerade schon wieder. Und mal schauen, was als nächstes kommt. Es regnet. Oh, hey Leute, wie ihr seht, das hier haben wir jetzt alles schon geleistet. Jetzt schauen wir uns noch diese beiden hier an. Und zwar
habe ich nämlich einen Test gemacht. Ja, schon wieder, aber diesmal kein Akinator. Nein, das hatten wir ja schon. So, sondern testedich.de. Da war ich nämlich auch. Ja, da hatten wir auch Tests für verschiedene YouTuber oder Banjo-Kazooie oder auch was anderes. Ich weiß, Mario Maker gemacht. Und mal testen, ob ich wirklich alles über die Person oder diese Spiele weiß. Ich kann euch nur sagen, es kam schlechter, als ich gedacht habe, meine Antworten. Ich hatte immer nur 8 von 10 Punkten. Ich glaube, das war bei jedem Quiz so. So, aber, ja. Ihr könnt mir auch ruhig ein eigenes Quiz erstellen. Ich wollte das mal machen, aber, tja. Ging in die Hose. Also, ja. Schauen wir einfach mal. So, dann, was suchen wir? Oh, Moment. Das vergesse ich aber immer. So, wir suchen dann jetzt einfach mal nach YouTubern, würde ich sagen. Und hier habe ich schon direkt ein Bibi-Quiz gefunden. Das ist der neueste Test, der was mit YouTubern zu tun hat. Deshalb machen wir den mal. So, wie heißt Bibi mit richtigem Namen? Ja, wer weiß das nicht? Bärbel, Barbara. So, wie heißt ihr Freund Julian? Wie alt ist Bibi? 23 oder 22? 43, glaube ich. Wie heißt Bibis eigene Marke? Ja, Bilou. Was? Bibabu! Ja, ist klar. Bila. Wie heißt Bibis erstes Video? Weiß ich jetzt nicht. Zopf an der Kopfhaut flechten. Daran kann ich mich irgendwie erinnern. Was ist Bibis Lieblingstier? Elefant. Hat Bibi einen Vlog-Kanal? Ja, wie einen Vlog-Kanal? Das macht sie eigentlich... nee. Hat Bibi Geschwister? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube eine Schwester. Hat Bibi schon mal Julian geprankt? Ja. Nee, noch nie. Ist Dagi Bees leider nicht mehr. Ah, ist schon vorbei. Gut. Und? Ja, 10 von 10 richtige Antworten. Yay. Yeah. Gut. Du bist ein echter Bibinator, ey. Gut, dann schauen wir mal auf meinem Lieblingskanal vorbei. Das heißt, wir suchen hier oben jetzt mal welche. Und zwar suchen wir jetzt mal Loot Slide Links. Ja, das ist meine erste Wahl. Und als zweites wollen wir dann mal den anderen. Ja. Ich habe selbst mal ein Quiz von mir erstellt. Doch allerdings ist das irgendwie nicht gespeichert worden. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja dann ein Quiz von mir erstellen. So. Loot Slide Link. So, und wann war das? 20 Fragen. Was? 2010! Es gibt nur zwei Lux-Lightling-Quiz. Ganz toll. Okay, dann nehme ich aber hier das neueste. Von 2010 weiß ich schon fast nichts mehr. So, nein, da läuft Zeit mit. Ach, verdammt, ich wollte gerade aufbauen. Egal. So, wie heißt Lux-Lightling mit Vornamen? Ja, genauso wie ich. Marcel. Ja, Link. Wer nennt sich denn Link? Also echt. Wer ist ja mit Nachnamen? Der Schummerer. Ohne Haar. Tut mir leid, wenn das ein bisschen dahin. So, wie heißt deine Freundin? Ja, Lina. Also, wenn Vicky jetzt dabei gewesen wäre, Welches ist dein Lieblingsspiel? Zelda Majora's Mask. Ja, ich sehe das nicht. Ich muss immer über das Handy schauen, aber ich kann auch durch das Handy schauen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 27. Wann hat er Geburtstag? Ja, das weiß ich auch. Am 21. September. Ist ja schon nächsten Monat. Wir haben das jetzt Flame beigebracht. Blackie 720. Ja, wir sind mit vorne. Achso, Nils. Christian Robin. Wenn er Lust hat, längst sein erstes Video. Wann? Achso, irgendwann 2009. Hier. 13. Oktober. Ah ja, stimmt, genau. Da. Mein Spieler hat er schon. Das weiß ich doch nicht!
5, 7, ich denke 7. So, wie viele PlayStation-Spiele hat er schon Let's Played? Keins. Let's Play It. So, seit wann ist er mit seinen Freunden zusammen? Seit 2011 war das, oder? Ja, auf jeden Fall 2011. Nein. Ach, verdammt. Wie viele... das waren 10. Aber normalerweise hat er ja 11 gemacht. Wer ist er auf Instagram? Das weiß ich jetzt nicht. Ist er gleich links, glaube ich. Wie viele hat er schon hochgeladen? Wann war das Quiz? 2015, Anfang 2015, 26, nee, dann 70. Wie viele Parts hat er für sein längstes Let's Play? 142. Das war doch Zelda Skyward Sword, oder? Welches ist dein letztes Let's Play? Ja, Skyward Sword. Ach nee, die neuen kommen ja jetzt auch noch dazu. Nee, Bayonetta war es aber nicht. So, wie sieht sein Logo aus? Ja, L3. LLL, welches Logo? Ich habe auch ein Logo. So, in welchem Video hat Lux ein Kostüm an? Ah, hat er. 300 Abo Special. Lux an den kenne ich wirklich gut. Wenn hier eine Frage falsch ist, was wahrscheinlich schon ist, aber egal. So, wie zeichnet seine Thumbnail? Lina und Nia. Nee. Moment. Markus und Lina. Ja. Was? Was? Er will die richtigen Antworten haben, hallo? Hallo? Das müsste doch normalerweise hier irgendwo stehen, ne? Ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Comic-Quiz. Bin neu. Shirin. Okay, wisst ihr was? Ich stelle euch jetzt hier mal hin. Das könnte nämlich etwas länger dauern. Deshalb muss ich hier jetzt mal irgendwie wieder aufbauen. Diesmal mache ich allerdings die CDs hier runter. Bei meinem Stapel, den ihr eben gesehen habt. Es kann sein, dass das hier jetzt vielleicht schon die vorletzte Szene ist. So, wir haben zwar heute den 4., es gibt immer noch 6 Tage. So, noch 8, noch 6 Tage. So, hier müsstet ihr ja alles sehen. Ich muss das, mein Salzding hier wieder hinstellen. Oh ne, das muss ich hinten hinstellen. So. So, dann suchen wir jetzt Lecoba. So. Lecoba Quiz von... Aha, das ist glaube ich... Ne, hier ist noch... Lecoba und LHK. Das ist glaube ich das Neueste. Lecoba? Ja, ne. Ne. Okay, das hier ist das Neueste. So, wie heißt das derzeitige Projekt von den beiden? Das war dort, das war Chaoscraft 3. Oder was? Ne, Chaoscraft 3. Und jetzt hat er ja hier dieses Mindtopia oder so. Mindtropia, keine Ahnung. Wer ist ein Adventure Map, der sie gespielt hat? Von den drei. Achso, ja, über beide. In echt. Okay, mal. Wer ist echt? Ist nicht bekannt. In der Folge von Chaoscraft 2, Englisch für weglaufende, Englisch für... Ha, das Quiz habe ich glaube ich schon mal gemacht. Englisch für abgehauene. Ich glaube, Englisch für weglaufende. Welche Mod war nicht in Chaoscraft 2 drin? Dann werde ich da nicht! Trail Mix, Optifine, Open Blocks Mod, nee, das war Camping Mod, Morph Mod. Optifine, da hat er doch... Nee, das war der Trail Mix. Welche Farbe hat der Kopf von der Koopa Skin? Ja, gelb, das ist noch ein Koopa. Allerdings, was für ein Koopa? Ein Para-Koopa oder ein normaler Koopa? Kopf von Leitke, schwarz.
ist das so eine Katze. Hello Kitty in Schwarz. Deshalb, das ist auf. Ich habe da so eine Vermutung, was HK bedeutet. Nämlich Hello Kitty. kann auch. Mario Maker. Yokoba, oder? Ja. Das Spiel gibt es nicht. Mario Maker. Ja. Etwas lernen. Mein Zucker. Okay. Was so? Ihre Antwort war richtig, 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 richtig. Ah, fortgelaufene. Camping-Mod. Die war dabei! Die war dabei! Ich hab's. Chaoscraft. Ja. Die Camping-Mod war dabei. Oder er hat ein Lagerfeuer-Mod irgendwie. Keine Ahnung, was war noch falsch? Hä? Ich hab doch nur 8 richtig, oder? Ach so. Okay, so, dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Quiz wahrscheinlich für heute. Danach suchen wir mal nach Strulli und zwar Banjo-Kazooie. So. Banjo-Kazooie-Quiz. Das ist das Neueste. Besten über Banjo-Kazooie, weil... heißt der besser wie Skronti. Ja. Maha. Ist Banjos Rucksack rot? Ja, du musst eigentlich Aussagen hinschreiben, ne, lieber Simon. Nein, er ist nicht rot. Sind 3 Teile für den N64 erschienen? Nein. Heißt der Nachfolger zu Banjo-Tooie Schraublocker? Irgendwie ja schon. Irgendwie auch nicht. Das Banjo Pilot gehört eigentlich dazu, aber egal. Heißt die Indianer in Banjo Wumba. Wumba Goomba? Nein. Braucht man blaue Federn fürs Fliegen? Nein. Oh, nur 78 Mal aufkommen. Stirbt Bottles im zweiten Teil? Nein. Das weiß man halt nicht so. Richtig, was er damit meint. Meint er jetzt Banjo-Tooie oder Grundys Rache? Wird Grundy am Ende des ersten Teils unter einem Stein begraben? Ja. Verliert Grundy am Ende des zweiten Teils ihre Beine? Okay, dann meinen die doch damit, dass... Ja. Ihre Beine. Sie verliert ja... Na, ja, doch. Im zweiten Teil meinen sie dann wohl Banjo-Tooie. Von woher entwickelt man... Ja. Okay, eine ist auf jeden Fall falsch. Respekt. Ich kann mein Bestes, ich kann mein Lieblingsspiel nicht. Das darf nicht wahr sein. Und ich habe schon wieder. Oh doch. So. Eisbösewicht, ja. Falsch. Falsch, ja, das ist richtig. Also Nachfrage zu Banjo-Tooie Schraublocker. Ja. General Wumba Gumba? Nein. Nein, das ist alles richtig. Stippbottles im zweiten Teil. Ja, damit meinen die halt das. Unter einem Stein begraben. Ja. Im Ende des Tunnels ihre Beine. Ja, jetzt schreien sie falsch. Sie verliert also nicht ihre Beine. Sie verliert den ganzen Körper. Ja, das also. Habe ich ja drüber nachgedacht. So, jetzt suchen wir uns mal. Also mich. Ups. So, ist ja klar. Probieren Sie was anderes aus. Dann halt Marcel Wagner. Ich will keinen Richard Wagner und keinen Marcel Brauneis. Lieber will ich einen braunen Bär. Das Banjo. Okay, dann machen wir. Wir machen jetzt einfach Super Mario Sunshine Quiz. Oder Mario Maker. Super Mario Maker. So, gibt's das? Ah, tatsächlich, das gibt's ja schon. Ja, das ist 2015? Nee. 2016? Moment, 17.05. 17.05. Das ist zweimal das gleiche, oder? Von Alf Molf und dem da. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. So, nein. Man hat am Anfang. Nein.
Man kann super auch Mario Maker zu zweit spielen. Ja, wie jetzt? Zu zweit bauen oder wie? Nee. Man muss den Level selbst schaffen, um die Höhe zu lernen. Ja. Ja, nee, hat mal gut das Quiz gemacht. Also von mir, auf jeden Fall von der Frage her. Also, wie die aufgebaut ist. Das Spiel ist doch ne. Naja, da ist, glaube ich, die Demo herausgekommen. Nein. Man kann einstellen, wie viel Zeit der Spieler hat, um das Level zu beenden. Ja. Also eben. Nein. Da weiß ich doch nicht! Ich habe mir das nicht im E-Shop gekauft. Außerdem ist da noch Zeit mit. Ja, klar, ganz toll. War? Wird jeden dritten Tag mit einem neuen Update wiedersehen. Nee. Es kommt eigentlich jeden Tag, aber ja, auch nicht immer. Es gibt uns immer mal einen Pilz. Einen seltsamen Pilz und einen Standardpilz. Nein, einen seltsamen Pilz gibt's nicht. Und das ist im Moment zwei Spiele. Was? Unterstützt im Moment zwei Spiele? Achso. Gut, und? Alles richtig? Alles richtig? Ja! 100 Punkte, aber ich habe einen falsch. So, natürlich ist es nicht da. Wie immer. Am Anfang Elemente sofort, ja. Man kann zu zwei spielen. Falsch. Nochmal zu machen. Richtig? Alles klar. Falsch, ja. Das Level zu beenden. Ja. Etwas ist schon falsch. War. Nach dem Item versehen. Ja, richtig. Was? Ach so, den Ass, ja. Ja, der Propellerpilz oder so. Ja, okay. Ja, ja. Okay, dann schauen wir mal, was gibt's hier noch? Super Mario Quiz? Nein, Super Mario 64. Paper Mario, ein kleiner Super Mario Quiz, allgemein. Okay, da suchen wir jetzt noch einen YouTuber. Und zwar, würde ich sagen, wen suchen wir denn? Wahrscheinlich hat's wieder so ein Vlogger. Wir können Donald Duck schon wieder suchen, wie im Akinator. Nee, wen suchen wir denn? Wir suchen. Quiz über. Moment, kurz noch. Okay. Ups. Schau mal, das so. Schreib mal nicht so. Oder? Ach so, ja, dann schreib ich das. Gut. Melina Sophie. Melina oder Luca? Ja. 8.1.2016. Eher Luca oder Melina Fan bist. Ich bin eher Melina Fan. Das weiß ich so schon. Ah, das hier ist das neueste. Wie kennst du Melina Fan? Okay, nein, da fährt er. Ich spiele immer die neuesten. Weil mit den neueren Sachen kenne ich mich besser aus. Nein. Ja, ist ja klar, wie viel gibt's denn davon? Okay, ich schaue mir jetzt hier, wo ist es da? Wie gut kennst du Melina Sophie? Ist in meinen Aufwand. Nein. Ja, dein Tattoo von der Welt. Welt auf ihn. Nein. Dann am Müller. Nein. Liebt Island. Ich weiß nicht, ob sie es liebt, aber ich glaube mal schon. Deshalb reist sie ja auch schon. Sie ist ja gerade dort, oder? Oder war sie dort? Ich weiß nicht. Sie hat ja so ein Video letztes Mal gemacht. Wo sie ausreißt. So, Melina hat einen Bruder und eine Schwester. Sie hat, glaube ich, einen Bruder. Das weiß ich. Sie hat auf jeden Fall einen Bruder, aber eine Schwester weiß ich nicht. Eine Schwester hat sie, glaube ich, nicht. Nee, Schwester hat sie nicht. Melinas Hund heißt Nacho, ja. Melina beschreibt sich selbst als die Verträumte in Person. Ja. Melina hat 3 YouTube-Kanäle. Ja. Sie hat schon mal in einem Kinofilm mitgespielt. Ja.
das weiß ich mehr. Aber Schnuppis nennt sie, nennt uns, also die Fans, irgendjemand. Ich weiß aber nicht, wer. War das sie? Sagt ja immer, hey Leute. Oder hallo Leute. Ich weiß ja nicht. Ich sag immer, hey Leute. Hey Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Zu Let's Play Super Mario Sunshine. Schnuppis, okay, ja, keine Ahnung. Ja, ist ja klar. Und es ist mal wieder nicht da, ne? Von Fine? Okay. Mit noch mal. Aha. So, ich glaube, das ist hier schon. Da unten? Ups. Ja, nee, das war richtig. Kinofilm mitgespielt war auch richtig. Ja. Ich verdammte den Person. Okay, das war. Die beiden waren falsch. Ach so, okay. Gut, dann war es auch mit dieser Szene. 20 Minuten schon. Okay, Leute, dann geht es schon direkt weiter. Das Video neigt sich schon zu langsam dem Ende zu. Leute, so und schon sind wir auch schon beim letzten Teil des 2 Jahre YouTube Special. Wir machen mal hier die Lampe an. So. Oder auch eben nicht. Ist die ausgeknipst oder was? Ach, ganz, was liegt denn da? Humba-Wumba-Karte. Ja, von Bear-Attacks. Von Bear-Attacks habe ich euch ja auch gezeigt. So. Ja. Leute. Ich kann euch einfach nur danken für die ganzen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe ja eigentlich meistens Antworten bekommen auf Kommentare, die ich bei anderen YouTubern geschrieben habe. Zum Beispiel, wann kommt endlich wieder Mario Galaxy? Und heute ist es wirklich gekommen. Und da hat einer geantwortet, es kam gestern erst. Obwohl das vor 3 Tagen kam. Aber ja, ich mag halt Mario Galaxy. Genauso wie bei Domtendo mit Banjo-Tooie. Das kommt auch nicht jeden Tag. Warum können nicht alle Let's Player so wie Luke's Like Link sein? Der lernt jeden Tag mindestens ein Part von jedem Let's Play hoch. Warum kann er nicht nochmal ein... Ach, egal. So. Okay. Und jetzt kommt die letzte Szene. Und zwar. Okay, das war irgendwie unrealistisch. Okay, wir machen aber eine kurze Pause. Und zwar für 1 Minute. Wir gucken uns das mal an. Da hinten ist Zeug. Hätte ich gerne. Ah! Na, Hallöchen! Gut, da schauen wir uns mal definitiv direkt um. Das führt uns irgendwo hin. Aber wohin? In einen anderen Bereich. Okay. Ich glaube, hier kann man in der Nacht regulär hin, deswegen ist da alles zu. Wir haben uns jetzt aber reingeschlichen. Das ist interessant. Kann ich jetzt hier irgendwas Gutes machen? Ah, ich glaube, hier gab es sogar... Das ist aber in der Nacht erst. In der Tat einen Boss. Und welcher Boss mag das wohl sein? Ja. Okay. Kommen wir jetzt endlich zum letzten Teil. Und zwar... Die Ankündigung. So, wir starten. Ja, diesmal ist gar keine große Ankündigung. Es sind nämlich nur 4 Spiele. So, wir starten mit dem ältesten Spiel, was bei dieser Ankündigung dabei ist. Wurde schon in der letzten Ankündigung, in der vorletzten Ankündigung angekündigt. Und zwar Super Mario Galaxy. Ich glaube, ich muss euch ein wenig enttäuschen. Das wird nicht als erstes kommen. Weil wir haben ja eigentlich... Moment. 3, 4... Ich glaube, wir haben 4 Projekte. Jedoch eins ist schon...
haben wir schon abgebrochen, weil das fast keiner schaut. Ich habe bei manchen Videos, also bei manchen Parts, habe ich 0 Aufrufe. Da muss ich mir die Parts selber anschauen, damit ich mindestens einen Aufruf bekomme. Ja. So, und deshalb Mario Galaxy, das Spiel, spiele ich zurzeit. Und deshalb wird das wohl nicht als nächstes kommen. Aber Mario Galaxy, könnt ihr euch schon drauf freuen. Eigentlich wisst ihr, kennt ihr es ja schon. So. Als nächstes kommen wir zum nächsten neueren. Und zwar 2012. Für die Wii U, Nintendo Land. Ja, das Spiel kenne ich schon. Und ihr kennt, ist es vielleicht hier dabei? Nein. Es ist nicht dabei. Hier ist fast jedes Spiel. Ich glaube sogar jedes Spiel. Bis auf das eine. So, denn vielleicht ist es ja hier dabei. Legend of Zelda. Ja, Pikmin Adventure Metroid Blast. Einen Moment bitte. Geht gerade nicht. Das so könnte es diesen. So, Metroid Blast, Mario, Chase, irgendwas. Wo ist es denn? Was? Democrat, also. Octopus, Captain Falcon. Da ist es, ja. Donkey Kong Squash Curse. Ja. Das habe ich 2-mal geschafft. Oder 3-mal. Doch allerdings habe ich nur das erste Level geschafft. Im zweiten Level bin ich irgendwie andauernd gestorben. So. Ja, also das ist ein Spiel mit 12 verschiedenen Nintendo-Spielen, die halt nochmal irgendwie anders aufgebaut sind. Also zum Beispiel hier Legend of Zelda, Battle Quest gibt's nicht. Also Legend of Zelda ist hier dabei, Pikmin, Metroid, Mario, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Yoshi, dann Ninja Castle, das muss wahrscheinlich auch irgendwie so was Asiatisches sein oder so. Das gab's nur in Japan. So, dann haben wir Octopus Dance, das ist glaube ich ganz neu oder so, oder auch irgendwie von Japan, also irgendwas mit Octopus. Dann Captain Falcon, Donkey Kong und Balloon Trip Please, keine Ahnung, wenn was das kommt, auch so ein Einzelspiel irgendwie. So, also das könnt ihr schon erwarten. Vielleicht sogar auch schon bald, ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall mal hier auf Platz 2. So, dann haben wir ein Spiel, das wir vor kurzem erst gespielt haben. Und zwar Super Strulipors bei Super Mario Maker. So, doch allerdings Super Strulipors 2. Ich möchte wirklich einen zweiten Teil bauen. Ich wollte eigentlich zuerst ein Super Strolli World bauen, doch das, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich muss einfach New Super Mario Bros. U wieder machen. Also mache ich ein Super Strulipors 2. Ja, doch wann das kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe erst 2 Acts vom ersten Level gebaut. Ich weiß nicht. So, und jetzt, das wisst ihr eigentlich schon, dass dieses Let's Play hier kommt. Das letzte von 2016 sogar. Doch eigentlich ja von 2015. Es sind eigentlich 2 Let's Plays. Das erste ist von 2015 und das andere von 2016. Und zwar meine ich Minecraft, die Wii U Edition oder auch und oder Super Mario Mashup. Ja, also diese beiden Spiele werden auseinander Let's Play, getrennt Let's Play. Ja, und jetzt kommt die große Frage, nach welcher Reihenfolge werden wir sie spielen? Das kann ich nie so richtig festlegen, auf jeden Fall nicht das hier, das kommt also schon mal weg. Irgendeins dieser Spiele, das hier, da brauchen wir auch noch lange, aber ich mach mal, dass das danach kommt, ich weiß es ja nicht. Minecraft Wii U kommt auf jeden Fall als erstes, doch allerdings weiß ich nicht, welches. Ich glaube, dieses Projekt kommt als erstes, weil wir ja gerade noch Minecraft laufen haben, aber nicht mehr lange. Denn ich breche das Let's Play nicht ab. Nein, ich habe schon fertig, Let's Play. Sind leider nur 11 Parts, wie ihr eben schon gesehen habt, wo ich euch das mein
Buch da gezeigt habe, mein Heft, mein Let's Base Heft, mein Namensheft oder wie auch immer ich das nenne. So, also in dieser Reihenfolge wird es wahrscheinlich kommen. Das heißt, ihr müsst nur ein wenig warten. Schaut euch dann das alte nochmal an. Also Super Strolliporst. Und auch das Best-of. Das habe ich vor, keine Ahnung, vor 4 oder 5 Tagen hochgeladen. Ah ne, bei euch ist es ja, bei euch, wir haben ja heute schon den 10. Ja, ich habe gerade heute erstmal den 4. Und schon bin ich schon fertig. So, Leute, dann war es das mit den Szenen, aber ich switche jetzt nochmal um. Jetzt kommt nochmal die Abrede, oder wie auch immer man dazu sagt. Also, verdammt, das funktioniert nicht. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Das 2 Jahre YouTube-Special ist vorbei. Aber nur fast, denn es geht weiter. Ich möchte jetzt noch so ein paar Dinge sagen. Ja. Also es hat mich wirklich gefreut, YouTube zu machen. Was heißt zu machen? Ich mache immer noch weiter natürlich mit Donkey Kong 64. Das geht natürlich noch weiter. Guckt euch diese ganzen Parts an. Ich halte jetzt nochmal hier die Liste nochmal hier bereit. Wir schauen uns nochmal die ganzen Sachen hier an. Etwas mit Heft, das war das hier. Ich habe mir auch zur Hälfte aufgeschrieben, was ich sagen muss, um es, damit ich nicht schon sage, jetzt kommt das Heft. Jetzt kommt das Let's Player Heft. Und dann habe ich hier gesagt, also bei der Szene, die habe ich ja vorher aufgenommen. So, und jetzt kommt das Let's Player Heft. Das hört sich dann irgendwie komisch an. Deshalb habe ich mir einfach hier aufgeschrieben. Und jetzt kommt nämlich irgendwas mit dem Heft. So, und es geht um das Let's Player Heft. Ja, das hört sich doch schon viel besser an, oder? So, Akinator, ja, über Akinator reden. Mein Kanal finden. Bear Attacks, ich weiß, falsch geschrieben. CD-Mäppchen, ich weiß. Alte Let's Plays. CD-Stapel, ich weiß. Brauch mich nicht zu korrigieren. So, Epis im Jahr, beliebtes Video. Warum coole Kanäle? Teste dich und Ankündigung. Satz beenden mit und zwar. Weil ich habe nämlich angefangen in der Szene mit die Ankündigung. Ja. Leute, das war's. Ich hoffe, dieses Special hat euch gefallen. Übrigens, wenn ihr hier andauernd irgendwas durchzieht, das war mein erster Versuch. Das sieht hier nicht so schön aus. Okay, im Video sieht es irgendwie besser aus als im Real Life. Aber egal. So, Leute. Das war's mit dem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal gab es zwar keine Unterschrift und auch keine Vorstellung meiner Geburtstagsgeschenke, aber egal. So, Leute, das war das Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in Donkey Kong 64 wieder oder vielleicht einem schon der nächsten Let's Plays. Nintendo Land, Minecraft oder was auch immer. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Da